Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht diese coolen Videos verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Gay, guck dir mal diesen komischen Wärter da vorne an. Ich will nicht im Ge... Hat der gerade gepupst? Ja, der pupst da die ganze Zeit mit seinen Stöckelbeinen. Alter, voll eklig. Hey, Barry, lass uns raus. Ich auch nicht. Komm, ich Kasper. Lass uns hier einfach ausbrechen, okay? Lass uns einfach ausbrechen hier. Ja, okay, in Ordnung, in Ordnung. Aus dem doofen Gefängnis. Ja, wir müssen anscheinend... Barry sieht uns nicht, ne? Oh. Aber nicht, dass er uns jetzt sieht hier. Drück mal drauf hier. Okay, mach auf. Vorsichtig, ne? Lauf ganz... Oh, wir müssen hier... Okay. Bam. Drück drauf, drück drauf. Bam, hab ich gemacht. Sehr gut, ne? Okay. Oh Gott, pass auf. Wo ist denn der draufgegangen? Was ist passiert gerade? Hä? Okay, der ist anscheinend nicht so gut gesprungen. Der ist nicht so gut gesprungen, glaube ich, ne? Glaube ich auch. Der ist ausgerutscht oder sowas. Hier. Ja, glaube ich auch. Oh, hier können wir den Knopf... Oh, beeil dich. Unsinn Spikes. Ach Mann, du hast mich geblockt, ey. Hab ich gar nicht. Okay, dann... Natürlich, pass doch mal ein bisschen auf da. Ach Mann. Hab ich dich geblockt? Stelle. Ja, hab ich dich geblockt? Du, ich glaub... du blockst mich hier die ganze Zeit. Ja. Okay, sehr gut. Dann komm, lass uns hier schnell... Was machst du denn da? Ich hatte einen anderen Geheimweg. Ja, ich merk das schon. Wow. Pass auf, der Dicke da hinten. Ich weiß, aber denkst du, der kann überhaupt laufen? Also richtig zu sprinten mit seinen Stöckelbeinen? Ich meine, der sieht in uns halt nur Burger, ne? Ja, glaube ich auch. Gott. Oh Gott, der Furz... Oh nein! Wie jetzt? Verfolgt er dich? Pass auf, der kommt doch auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hilfe! Ey, wieso geht der nur auf mich? Hilfe! Geht der nur auf mich? Der geht auch auf mich! Oh mein Gott, ich glaube, ich muss irgendeinen Knopf drücken oder sowas. Der verfolgt mich. Oh, der Unkorrekte! Ey! Der Unkorrekte! Hier ist ein Knopf hier unten. Ja, ich drück drauf. Was passiert, wenn du drauf drückst? Oh, ich hab drauf gedrückt. Und jetzt? Irgendeine Zellentür aufgegangen? Ich glaube, ja. Nein, ich musste das noch drauf drücken. Ich bin hier oben, ohne dass es aufgegangen ist. Hau ab, du Blöder! Nein! Nein, okay, oh Gott! Hat er dich? Lauf weg, Kasper! Oh mein Gott, der ist direkt hinter dir! Beeil dich! Ich hatte auch, oh Gott, okay. So, pass auf. Oh, ich bin drüben. Ach Mann, ich fall schon wieder runter. Ich bin zu schlecht, Was ist denn los bei dir? Was für Obby-King, ha? Ich weiß auch nicht, was hier heute los ist. So, jetzt aber, komm schon. So, ich kann jetzt hier aber rübergehen, ne? Und dann kann ich hier, durchs Tor gehen. Und Sprung, so, hab ich. Oh. Ja, okay, sehr gut. Komm, pass auf, da ist eine Kamera, ne? Die werden sehen, dass wir jetzt gerade ausbrechen. So. Oh Gott, schnell weg, schnell sehr weg. Sehr gut, lauf so schnell, wie du kannst. Ab hier, weg hier, wirklich. Oh, nach unten. Ich mag das ja gar nicht hier. Boah. Ich sehe das gerade jetzt? Schon. Oha. Die Duschräume. Oh, lol. Ja, läuft hier irgendjemand? Guck mal, hier sind so... Oh, hier ist ein Loch. Wow. Was ist denn hier? Voll gekackt. Mach zu. Okay, lass durchs Loch durchgehen. Alter. Hey. Jetzt sind wir hier in so einer Lava-Welt. Hey. Ich bin auf dir drauf. Hallo? Okay. Hey, du blockst mich die ganze Zeit. Die Lava-Welt. So. Hey, hau ey, ab. Mann, ey. Wow, Alter. Okay, pass auf. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir brechen die Auskasse. Wir müssen uns zusammenreißen jetzt. Was denn? Oh, okay. So, pass auf. Draufgedrückt, so. Ja, auf was denn draufgedrückt? Nicht runterfallen hier, nicht runterfallen. Ja. Mano, ich hab gesehen, dass das morsch ist. Oh mein Gott, die sind echt komplett morsch. Ich glaub's nicht. Was machst du denn da? Oh nein. Du hast einfach mit Abstand gemacht für mich hier. So, ich will jetzt aber wieder zurückgehen, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Ja, wo lange? Wir müssen in dieses Teufelsgesicht rein. Wow, so ein Tempel. Oh mein Gott, ist das Spikes. Hier. Hast du gerade den Ball gesehen? Hast du es gesehen? Ja. Okay, wir müssen da lang. Oh, der Ball! Oh mein Gott, Gott, lauf schnell zum nächsten, nach rechts. Schnell, beeil dich. Schaff ich auch zum nächsten? Nein, schaffst du nicht. Komm jetzt her. Nein, okay. Oh mein Gott, du wärst so draufgegangen. Hä? Jetzt hier? Hä? Ich bin einfach gestorben. So, schnell, beeil dich. Beeil dich, ich weiß. Lauf. Oh, jetzt können wir nach oben gehen. Okay, was haben wir? Oh nein. Barry. Ich da schon wieder. Aber mit so einem komischen... Sein Helm ist viel zu eng. Der ist viel zu klein, ne? Hey, er ist wütend. Lauf hier. Was ist denn hier los? Ich habe irgendwas gemacht. Seilzug. Ich habe irgendwas gemacht beim Seilzug. Ach, das war das Tor aufzumachen. Hier, aufgemacht. Ja. Oh, ja, sehr gut. Und jetzt? Er verfolgt dann nicht mehr, glaube ich. Wow, er hat schon wieder gekackt da gerade. Ich weiß, Alter. Ey. Okay, jetzt hier vorsichtig, ne? Zeit. Ich weiß, du blockst mich. Wow. Oh. Wow. Oh. Ey, die Treppen werden immer enger. So, wo sind wir? Das ist auch hier sehr gut.
Hier können wir nicht durch, ne? Okay, dann müssen wir da rein, rechts rumgehen. Nee, wir müssen hier vorne lang. Hier, guck mal. Was ist das denn? Hier fährt... Wow! Respawn? Was, ey? Das war eine Attrappe, was? Hä? Nein. Wo sollen wir denn? Ach, hier den Hebel. Och, oh mein Gott, wir sind so schlecht. Wir müssen nach oben fahren. Oh mein Gott, wir sind so schlecht. Wir hätten hochfahren müssen. Oh, was passiert jetzt hier? Es geht nach oben. Ich sehe gar, ich sehe eine Decke, ich sehe gar keinen. Oh, doch, das ist ein Loch. Da habe ich mich auch gerade verwirrt. Okay, jetzt hier schnell. So. Aus hier. Security Training. Jetzt sind wir zurück im Knast hier, ne? Warte, lass mal hier an den Knopf drauf drücken. Mal gucken, was hier passiert. Ja, was kriegen wir hier? Oh, irgendein Energy Cola. Drink. Oh, lecker. Was, wir waren schnell. Wow. Alter. Und ey, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, schön springen hier. Oh mein Gott, spring und so schnell, wie zack. Du kannst. Yeah. Und zack. Yeah. Okay. Ey, das ist doch voll heftig hier. Oh mein Gott, wir sind so schnell. Oh wir sind übertrieben schnell. Ich bin noch... Oh mein Gott. Wow. 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 Ja. Okay, es sieht gut aus. Ey, wenn man jetzt runterfällt... Nein, beim letzten. Ja, ich bin drüben. Was war das denn? Oha, und ich hab voll abgerülpst. Ich bin gestorben gerade. Okay, ich warte hier auf dich. Oh. Ja, und jetzt. Oh mein Gott. Das war ja gerade mega knapp. Das war richtig knapp. Das war echt mega knapp, okay. Lass uns hier nach oben gehen, jetzt hier ein bisschen rumklettern. Oh mein Gott, okay. Wo geht's hier hin? Aufenthaltsraum oder was? Das ist hier, glaube ich, so ein Lagerraum. Oh nein, diesmal falle ich da nicht drauf rein, respawn. Ich auch nicht, also wir werden hier nicht respawnen. Nee, das ist die Attrappe hier, komm, wir haben wieder zu hier, die Tür. Und hier kann man so mit den Leuten telefonieren anscheinend, aber wir können auch die Stühle... Mit dem Anwalt habe ich hier letztens geredet, der soll mich rausholen. Warte, was? Oh. Finde eine Leiter. Ah, lol. Die ist locker in dem Lagerraum drin, ich habe mich übersehen. Stimmt. Hier? Okay, ist hier irgendwo... Steht doch auch eine hier vorne. Ey, wir sind so blind. Alter, ich bin dir erstmal mit dir. Ich auch. Alter, die ist ganz schön schwer, ne? Die ist echt voll schwer, ich weiß. Und hier hinstellen. So, reicht das? Ja, zack, ich glaub, das und dann reicht. Kann man hochklettern und aufmachen. Ich mach auf. Ja. Warte mal. Ja, ich hab's geschafft. Ha. Hey, der nimmt meine Leiter die ganze ich Zeit immer wieder auf. Ich bin der bessere Leiterkletterer. Gar nicht. So, doch. Und? Ja, komm mal nach oben, Kaspar. Sehr gut. Geh weg. Oh okay, Gott, was ist denn hier los? Der Ventilator. Oh nein. Pass auf. Oh nein. Oh nein. Ich will mal auf Eis laufen. Spring, immer schön springen. Oh Gott. Ah! Oh, und okay. Raus hier, ja! Ja, ich hab's auch geschafft, ich bin direkt hinter dir. Mann. Ist jetzt hier vorne. Guck mal, hier gibt's zwei Wege, ne? Hier vorne können wir auch lang und im roten Rad drehen, siehst du das? Stimmt. Ein Geheimweg oder sowas. Ja, da können wir gar nicht hoch. Vielleicht können wir leider nicht, wenn wir jetzt hier rumgehen, können wir da vielleicht hin. Das kann sein. Stimmt, hier, durch die Lücke durch. Oh Mann, du musst doch aufpassen, das haben wir doch gesehen. Ja, ich wusste nicht, dass ich so dünn bin. So. Ja, in deinem Traum vielleicht. Ah, okay. Dann einmal ganz kurz. Und zack. Oh, hier hoch. Oh Gott, und hier jetzt. Alles Mädchen mitnehmen jetzt hier. Was ist denn jetzt? Ah, jetzt sollen wir das hier zudrehen. Ah, okay. Ah, okay, guck mal. Wahrscheinlich alle, ne? Nein. Bist du ja am Anfang? Achso. Nein, ich bin hier vorne direkt. So, Gott sei Dank. Ich mach zu hier. So, zack. Mach raus die Teile. Und. Ja, ich hab doch schon ausgemacht. Warte mal, ich muss hier... Ich muss hier so. Unten... Ach, du musst da unten nochmal drehen? Ja, damit man da vorbeikommt. Okay, das heißt hier, das Ventil ausmachen. Mhm. Und dann einmal ganz kurz... Also ich sterb hier nicht, muss ich sagen. Ja, du kommst ganz gut durch heute, ne? Jetzt nochmal das Ventil ausmachen. Ich hab sie alle ausgemacht, Kaspar. Okay, sehr gut. Wo war denn das dritte? Ach, da unten. Ah, ja, da muss man richtig so hinrennen. Gar nicht gesehen, ne? Okay, jetzt sollte man eigentlich da oben langlaufen können. Ich denke, also jetzt sollte da gar nichts mehr sein. Jetzt sollte man vorbeilaufen können. Ich glaube auch hier ist auch so ein Ausgang vom Lüftungssystem. Ja, eigentlich müsste der ja nach draußen gehen, ne? Würde ich jetzt sagen. Boah. Mann, was ist denn das? Würde ich auch vermuten. Ich warte mal hier oben auf dich. So, da bin ich am Start. Ja, okay, sehr gut. So ich hoffe, wir können jetzt hier rausgehen. Auf jeden Fall danach auch. Was ist denn das jetzt hier? Das ist Schneesturm nicht? Ich dachte gerade schon. Nee, ich dachte auch gerade so ein Schneesturm. Wow! Weiter geht's, jetzt direkt hier in den nächsten Bereich. Ach, Alter! Mann, hab ich geblockt nein! Schon wieder. Ich nein! Ja! Karma! Ey, weil du mich blockst. Ich hab dich nicht geblockt. Natürlich, jeder hat das gesehen. Du wirst gleich selber drauf gehen, ich sag's dir. Ja, ich wusste es. Ha! Ja. Selber Karma. Oh Gott. Mhm. Oh Gott. So, hier lang. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, und ich hab's geschafft. Oha. Wow,
ja, ich schaff's auch. Easy, was denn hier? Ja, easy peasy. Okay, dann können wir hier auch hochklettern jetzt. Ja. Mach mal Platz da. So, ja, aus dem Weg jetzt hier. Nein. Hier drauf erstmal und jetzt? Hier rein. Hier lang oder was? Ah. Ey, das ist ja voll das komplizierte System jetzt hier gerade. Wo hier sind wir denn jetzt? Oh nein, der ist der böse Koch. Oh nein. Der ist ja alles. Ii, der hat sich gerade an seinen Hintern gegriffen. Ah, Gary! Oh mein Gott. Gary der Chef. Was, wie werden wir den los? Da vorne in die Küche, die Küche. Da ist eine Bazooka, eine Food-Zooka. Alter, oh mein Gott, okay, der kann sich einen Burger schießen wahrscheinlich oder sowas. Ja, ne? Ja, der wird wahrscheinlich die ganzen Burger vom Boden aufessen. Gary, hau mal ab hier! Ja! Boah, ey, Hilfe! Schieß! Gary, ey, lass mich! Ey, der wirft mich ab mit irgendwelchen Dingen. Oh, ja, mich auch, ich bin langsam jetzt. Oh nein. Ah! Ananas. Ein ekliger Grünkohl. Aua, er haut mit seiner Pfanne. Ja, so, und Gary, das war's mit dir! Ja! Bam, Alter, Gary ist einfach eingeschlafen. Hast du ihn schon geholt? Gerade, ja, safe, easy. Oha, ich schieße ihn gerade noch ab mit Äpfeln und sowas. Burger, Banane. Ich hab ihn, ja, komm. Hilfe. Ja, gut, ja. Ich hab ihn geholt, oh mein Gott, er ist explodiert. Sehr gut, okay, komm, wir müssen hier vorne weiter, hier vorne. Ja, ich komm schon, Alter, du hast ihn richtig schnell abgeschossen. Ich bin ein Profischießer und so. Wow. Hä? Wow. Rutschst du gerade runter? Hallo, ich bin hier runtergerutscht. Ich rutsche! Ja, ich rutsche! Hä? Alter! Oh mein Gott! Ja. Hä? Du weißt doch gar nicht, wo. Saß du auch gerade noch in der Luft? Ja! Oh mein Gott, okay, hier vorne. Was ist denn gerade? Okay, dann lass mal hier hochklettern. Mal gucken, was du. Ausgang! Hier oben noch. Wie Ausgang? Okay. Und hier vorne ist der Ausgang, guck mal! Oh mein Gott, und jetzt? Hier der Speedcooler? Wow! Oh mein Gott, guck nach oben! Die Laser! Wo denn? Oh mein Gott, okay. Okay. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Oh. Einfach hier an der Seite laufen. Oh mein Gott. Letzter. Ja, hab ich. Okay. Gott, okay. Hier drauf, sehr schön. Wo muss man hin gleich? Wo muss man gleich hin? Das sag ich dir nicht. Nach rechts. Falsche Seite. Okay. Ich dachte gerade schon, ich fahre jetzt in die Laser rein. Und jetzt hier? Jetzt sind wir hier draußen oder was? Warte, wir müssen hier. Ich glaube, hier kann man raus. Aber nee, wir müssen erst was holen, glaube ich. Respawn-Knopf. Ah, wir müssen die Bretter mitnehmen. Lol. Welche? Ah, wir müssen hier rüber, ne? Erste Brett. Ah, nehmen wir noch eins mal hier vorne. Wie? Welches Brett? Komm. Hier oben müssen wir uns noch die Bretter holen. Ach so. Hast du gar nicht gesehen? Hab ich gar nicht geholt. Okay, warte. Ah. Und dann hinlegen, ne? Reicht das rüber da? Das reicht nicht mal rüber, ne? Ich muss hier. Ey, das ist voll cool, wie man das jetzt so hinlegen kann. Ist so. Und. Ach, komm schon. Ja. So, pass auf. Ach, Mann, ist es runtergefallen. Du brauchst ja viel zu lange. Ach, meins auch. Warte mal, ich mach jetzt einen Trick. Ja, das Ding ist, entweder war ich zu nah dran. Ich glaube, ich war einfach zu nah dran. Daran muss es, glaube ich, liegen. Ich glaube, das ist einfach nur zu schlecht. Da muss man halt ein bisschen Architekt sein. Ja, du darfst nicht zu nah dran gehen jetzt hier. Ja. Hä? Jetzt nehme ich das Brett einfach. Ha! Ey, was machst du denn? Du hast mich runtergeschubst. Selbst schuld. Ey, aber nicht so schlimm. Ich kann das Brett mitnehmen. Ich habe das Brett mit in meinen Tod genommen. Haha. Lol, nein. Haha, ich bin drüben. Haha. Warte mal. Wieso hast du das so schnell ge... Hä, das fällt die ganze Zeit runter, Mann, das blöde Brett. Tja, weil du schlecht bist. Und hier vorne... Ja! Okay, ich hab's auch. Sehr gut. Okay, sehr gut. Okay. Jetzt können wir hier durchgehen. Wow! Oh mein Gott. Die Bazooka! Ja, schieß dir den Burger ab! Schieß die Arme ab! Schieß auf die Arme! Ja, auf die Arme! Okay, hier... Oh mein Gott. Warum geht er nur auf mich? Lass mich! Hau ab! Nein. Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Wow, Alter, der schießt jetzt! Der ist voll da dran! Alter! Der ist voll verrückt, Mann! Ich habe einen Arm abgeschossen! Erster Arm ist weg! Ja, habe ich auch abgeschossen! Okay. Hier, zweiter Arm! Oh! Okay, hier vorne nochmal eine Ecke! Ja, Mann! So. Ich habe auch den Arm abgeschossen! Was passiert jetzt da mit dem? Ab jetzt, du blöder Barry! Er ist explodiert! Nein! Komm doch mal ab hier! Was machst du denn? Ich hab ihn besiegt. Okay, ich auch. Ich wollte gerade schon sagen. Ich habe noch Hälfte des Lebens. SWAT-Wagen. Okay, können ihr entkommen, Kasper? Ach, Quatsch. Okay, du fährst nicht mal rein, oder was? Okay, und los let's geht's. Go. Mach auf hier. Bam, ab in die Freiheit. Yeah. Aus dem Weg jetzt hier.
ein Platz da. Hey, das ist voll cool. Wo fahren wir jetzt hin hier? Da oben. Guck mal, wir können hier links aussteigen. Guck mal. Stimmt. Und jetzt können wir da hochgehen. Da ist noch irgendwas da oben. Oh mein Gott, komm schnell, beeil dich. Siehst du, was ich schieße? Die Hamburger. Ja, ganz genau. Ja, ja. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Okay. Oh. Oh. Nein! Ja! Du hast gewonnen! Ich wusste es! Verdammt, da bist du! Ja, oh mein Gott, ich bin oben! Ich bin oben! Da blockt er mich einfach nochmal! Ich glaub's nicht, ey! Ich schieße mit Bananen, ich schieße die Äpfel runter! Und die Pancakes! Oh, oh Gott, ey! Alter! Wow. Okay, hier lang? So, ich komm jetzt, Mann, ey! Ich hab hier, ich war. Hey, ich bin am Ziel! Ich hab's geschafft! Wie, du bist am Ziel? Yeah! Zeig mal her, da das Ziel. Ach, da yeah! Oben. Juhu. Juhu! Wir sind einfach ein Combrock so. Let's Sehr go! Gut. Yo, wo sind wir denn hier, Kaspar? Das sieht krass aus, guck mal. Das sieht ja echt richtig krass aus. Hö? Das sieht ein bisschen aus wie bei meiner Oma. Guck mal, hier ist auch ein Bild von ihr. So ein Schokoladenbild. Das sieht ja richtig komisch aus. Okay, weißt du was? Komm, lass mal hier langlaufen schnell. Nicht, dass deine Oma jetzt hier noch irgendwelche verrückten Sachen gleich macht. Ach, so, ne? Mano, Bro, Oma, was machst du denn? Als ob du, bevor du den ersten Checkpoint bekommst, schon draufgegangen bist. Oh mein Gott, also wieder knapp gerade. Wie schlecht war das denn von dir? Gar nicht schlecht. So, das war ja richtig schlecht. So, zacka. Okay, da kommst du auch geschafft, easy. Ne? Guck mal hier. Sehr gut. Tatsächlich, guck mal, wir sind bei Oma. Da ist Granny, die läuft da schnell, beeil dich. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie, Oma. Da quietscht sie rum. Oh Gott, ich wurde geprankt hier, ich wurde geprankt mit dem Bild. Alter, die kann ja sogar die Treppen hochgehen. Was ist das für eine Psycho, Oma? Oma, ich mag dich nicht mehr, Oma. Ich mag deine Plätze nicht. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nicht aus. Alter, Oma, das Ding ist, sieht so aus, als hätte Granny ein paar Fallen angelegt, um uns... Oh Gott, wir kommen jetzt hier nicht mehr zurück, ne? Ey, und das nur, weil Oma auf einmal so verkauft hat. Alter, hier sind auch Fallen, sehe ich gerade. Sag mal, hast du heute die Challenge, dass du bei jedem Checkpoint draufgehen musst, oder was? Gar nicht, hör auf sowas zu sagen. Ich bin Also echt. Das ist einfach nur mit Glück durchgelaufen. Mehr war ja, das nicht. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir mal ein bisschen... Bro, das ist doch nicht so easy, wie es aussieht. Na, hast du jetzt den Checkpoint auch nochmal mitgenommen, wo du drauf gehst? Sehr gut. Bro, wieso fällt der denn auch einmal direkt wieder runter? Ach, jetzt neue Challenge, jetzt machst du zweimal draufgehen pro Checkpoint. Bro! Ey, hier sind Bärenfallen, du musst aufpassen, ne? Warte. Guck, das ist so ein Prank-Ding. Das ist so ein Prank-Ding. Das ist auch noch so ein Loch. Das ist ein Prank-Ding. Boah, war das knapp hier, Alter. Okay, hier auch noch? Hier kann man einfach außen lang, oder? Und die Tür öffnen. Los. Oh, was geht hier ab? Okay. Öffnen. Boah, das sieht krass aus. Granny möchte nicht. Das, ich glaube, ich nehme rechten Weg. Rechten Weg, ja. Okay. Oh nein. Was ist das denn? Was ist da? Hier liegt ein Messer oder sowas. Ein Messer? Nein, Phil, was ist das denn für ein Abzeichen? Lol. Was lachst du denn da? Da liegt doch ein Messer. Ist doch kein Messer. Das ist ein Lichtbug. Unglaublich. Okay. Dann trinke ich halt jetzt kurz was. Ah, bist du unmöglich. Okay, kann man ja nicht ahnen, Bro. Ich bin noch nicht ganz da. Weiter mit dem Schlechtsein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, du wirst so drauf gehen. Du wirst safe drauf gehen. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Nein! Und es war so logisch. War ein Scherz. Weil ich der Obby-King bin! Yeah. Du bist draufgegangen, wie schlecht! Ey, gar nicht! Natürlich! Ah! Wie schlecht! Ich wusste es! Und zack! Und zack! Alter, man ist immer noch voll schnell, ne? Ja, man muss ein bisschen mitdenken. So, ich hab's! Alter, echt ein krasser Obby, muss ich sagen. Ja, komm rein. Hier, guck mal, müssen hier den Schlüssel noch graben. Du musst jetzt. Oh mein Gott, schnell nach unten graben. Grab die da unten. Oh, was jetzt? Oh mein Gott. Das ist Omas Verlies. Was ist das? Oh mein Gott. Was sind das versteckte Stacheln? Da kamen gerade diese Stacheln raus, ne? Na, willst du draufgehen nochmal? Oh mein Gott, lieber nicht. Wenn man die berührt, dann kommt die einfach rausgefahren. Wollten wir schon sagen. Du musst auch aufpassen auf die Morgensterne, Kaspar. Die können einen richtig runterhauen. So richtig verrückt runterhauen. Hä? Oh mein Gott. Also echt.
Also echt, was laberst du denn da jetzt? Was kriegt man hier die ganze Zeit? Das kriegst du nicht, oder was? So, vorsichtig. Okay. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles gut, geht's weiter? Muss auf die Schiebeplattform springen. Das ist ja cool. Easy, gar nichts los. Oh nein, das hätte man gar nicht schaffen können. Easy, bro, natürlich. Der Laser ist in dem Moment so richtig komisch gewesen. Wie kann man so schlecht sein? Ja, weil nur weil mein Laser anders war als deiner. So. Ja. Oh. Nein, Mann. Easy. Oma, aber in irgendeiner Richtung. Mich hat Oma direkt geholt. Bro, pass auf. Schick lieber eine Bananenschale. Ah. Ich kann die auf die werfen. Zack. Oh, ich nehme jetzt die Banane nochmal mit. Zack. Zack. Verpasst. Oh, Oma. Ja, Oma ist ausgerutscht. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich bin... Okay, wir sind hier bei den Sägen, ne? Ja, die Sägeblätter. Hä? Hä? Oh. Ja, ja. Hä? Wie soll das gehen? Wie schlecht. Oh mein Gott, kann man einmal außen dran vorbeispringen. Alter, der Sprung ist voll schwierig hier. So, easy. Und hier auch nochmal hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Was sollen wir jetzt hier machen? Ja, ich hab dich doch gesehen. Mann, wusste ich das? Nein. Spikes! Oh Gott, Digga. Du musst ganz schnell rüber und direkt weiter. Direkt weiter. Oh, Alter, das war so knapp jetzt gerade mit den Spikes. Was ist denn das hier? Hä? Zu zweit drauf, komm schnell! LOL! Oh mein Gott, Digga! Ja. Okay. Hä? Oh nein! Ah. Oh nein, oh mein Gott! Ja, das war cool! So Schalttafeln. Es sieht echt aus. So, hier rüber. Jetzt muss ich auf das hier gehen. Ja. Jetzt fährt man weiter hier hoch. Okay. Jetzt geht's hier rauf. Ja, oh, ey, das ist voll easy gemacht. Das war voll easy peasy. Über easy war das. Über für Babys easy war das. Aber man musste die Dinger nehmen. Die Bretter nehmen. Ich hab's aber fast geschafft. Oh Gott, ich hab eins runtergeworfen. Eine Planke. Ich auch. Warte mal, dann geht's irgendwie anders. Hä? Ah, guck mal, wie ein Profi. Was soll das denn? Wie? Was sind das denn für diese Planken? Ah, jetzt hast du keine mehr, ne? Oh mein Gott! Pass auf! Pass auf! Ohne Planken! Oh mein Gott! Ohne Planken habe ich es geschafft, Digga! Hä? Ich springe drauf. Wahrscheinlich musst du im letzten Moment springen, damit du es schaffst. Alter, das schaffst du niemals. Hä, schaff ich easy. Guck, pass auf. Guck jetzt hin. Guck jetzt hin. Ich gucke. Und. Mit Ansage noch, Digga! Warte, ich schaff doch jetzt. Wie schlecht! Ich muss eigentlich einmal kurz oben ausschnaufen. So. Ah, ja. Sagt er. Ah, hast du den gesehen? Ja, war nicht schlecht. Ja, ganz wahr. Hä? Oh, Schlüssel finden. Der ist hier irgendwo drin. Irgendwo drin hier. Ah, im Schrank. Ja, ich hab ihn. Im Schrank. Oh. Oder hier im Schrank? Nee, im Schrank ist nichts. Ich dachte, da wäre ein Kostüm. Hä, wo denn? Ist auf. Zack, so. Hä? Ah, achso, für mich ist auch auf. Okay, ja, easy. Sehr gut. Und? Also wirklich, was ist los bei dir? Ja, wieso? Was ist los bei dir? Alles gut. Ja, Kollege. Voll krassen Schwingi. Hä? Du findest dich nicht. Natürlich da oben, versteckt. Okay, hier fährt man wieder easy nach vorne. Rüber hier. So. Ey, das ist ja richtig cool hier. Nee. Ich auch mal weiter. Ey, weiter geht's. Sehr gut. Finde die zwei Knöpfe. Pass auf. Und die Laser. Alter, da sind Stacheln auf der Treppe. Oh mein Gott, ich seh's gerade. Okay, zwei Knöpfe. Um hier die oben die Laser auszumachen. Okay, warte, ich sehe schon einen Knopf. Ich auch. Schon gesehen. Zack. Ey, Alter, du schubst mich runter, Bro. Du hast mich auch runtergeschubst. Hä? Da war nur ein Knopf. Wie jetzt? Da war nur ein Knopf. Die Laser sind doch weg jetzt. Ey, du bist auch echt so ein Blödian, ne? Lol. Okay. Ich kann es einfach durchgehen jetzt. Ja, Mann, krass. Ich hab den Zeit schon gefunden, Digga. Der ist hinter, oder? Wie schlecht. Im Raum. Ja, wie schlecht bist du, Bro. Das war so klar. Was ist jetzt los? Was ist da jetzt? Oma ist wütend, geh in den Roboter rein. Alter, was? Was? Wow. Oh mein Gott. Wow. Zombie-Oma. Oh mein Gott, Alter, wie krass sieht das aus? Aua. Ich hab bam, was bam, ich kann sogar hochspringen jetzt damit. Bam, bam! Das ist einfach Zombie-Oma geworden! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Oma, bitte nicht! Nochmal hier, nochmal hier! Oma, ich bin fast draufgegangen! So. Oma, bitte nicht! Raketen Oma, bitte, du bist dich an! Bam, bam! Oma! Ey, die hat 10 Leben noch! Bro! Oma in 1000 Teile verteilt worden! Boom! Alter! Ich seh's gerade, ne?
Die wurde ja ins andere Universum geschossen einfach. Oh yes. Und guck mal, da ist ein Portal. Wo geht das denn hin? Oh, ich bin auch gespannt. Lass mal in dieses Portal reingehen. Ich gehe als Oma dahin. Ich gehe jetzt ins Portal. Und raus. Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit, denn wir entkommen vom Mr. Scary's Dinner in Roblox. Und wir müssen heute probieren, vor dem wirklich zu überleben, Leute. Der ist anscheinend echt richtig verrückt. Das ist quasi so genauso ein Typ wie von Mr. Pizza Paparia oder sowas. Okay, können wir jetzt hier, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie den Button drücken? Okay, jetzt gehen wir anscheinend hier mit dem Fahrstuhl runter, Freunde. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Willkommen steht da. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen möchtet, Leute. Und willkommen zu deinem, was steht da jetzt, Leute? Zu deinem, oh mein Gott, zu deinem Untergang. Oh, Freunde, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen jetzt gleich, ne? Mal gucken, oh mein Gott. So sieht also mein Untergang aus. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze doch mal hier zu schaffen, Freunde. Der ist anscheinend irgendwo hier immer versteckt, Leute, und will uns holen, ne? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, heute richtig, richtig verrückt. Deswegen, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen schaut bis zum Ende, wie wir ihn nachher holen, Freunde. Okay, jetzt hier schön warten. Schön an den Teilen vorbei. Okay, sehr gut geschafft, Leute. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen Checkpoint. Geht zu der Leiter, steht da. Okay, wo ist denn... Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen, wenn wir da durchgehen. Schnell, 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 schnell. Okay, wo ist jetzt hier die Leiter, Freunde? Wo ist die Leiter? Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Ich darf keinen Stuhl berühren, ne? Ich darf keinen Stuhl berühren. Wo ist jetzt hier die Leiter? Da ist die Leiter. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, das war gerade so knapp. Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war? Der hat uns gerade fast wieder geholt, Leute. Okay, jetzt ist er einfach nur gerade in groß. Oh, Leute, wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Das sind ja, oh, das sind irgendwelche Shredder hier unten. Oh, da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir auf jeden Fall keinen von diesen Shreddern berühren. So, jetzt hier schön erstmal genau über die ganzen Soßen rüberspringen. Hier Jalapeno-Soße. Okay, Leute, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Guten Teleporter, wie wir auf jeden Fall nicht kaufen. So, dann gehen wir direkt mal hier weiter und auch bloß nicht hier in den Shredder reinfallen. Wenn wir jetzt hier in den Shredder reinfallen, ist das, glaube ich, gar nicht gut, Leute. So, jetzt hier, zack. Okay, und nächster Checkpoint. Oh mein Gott. Seht ihr das? Der guckt mich die ganze Zeit an. Leute, der guckt mich die ganze Zeit an. Der hört gar nicht damit auf. Hä, kann er aufhören, mich anzugucken, Leute? Okay, pass auf. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Und zack. Und zack. Und Leute, hört mich auf, mich anzugucken. Das ist mir echt ein bisschen gruselig, ne? So, okay, sind wir hier schon mal. Hast du es auch geschafft? Okay, sie schafft es auch, Leute. Können wir direkt hier runterspringen in die... Oh! Ich wollte gerade sagen Kanalisation, aber... Das sieht irgendwie nicht aus wie eine Kanalisation, muss ich sagen, ne? Okay, dann lass mal hier ganz kurz so vorsichtig. Lauf, 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 lauf. Wir waren zu langsam, Freunde. Da müssen wir anscheinend richtig schnell sein. Und sie auch. Sie war auch zu langsam. Und... Zack, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, da muss man echt richtig schnell sein, Freunde. Und so wird man hier echt von diesen Zacken geholt. So, jetzt hier den nächsten Zacken-Parcours haben wir jetzt auch geschafft. Und hier jetzt auch sehr gut, Freunde. Oh mein Gott. Was denn hier... Hier ist irgendwie so eine Todesbrücke oder sowas. Okay, warte mal, dann kann ich hier einfach lang. Okay, wir müssen, glaube ich, rüberspringen. Aber das schaffe ich, Freunde. Kein Problem. Ich kann jetzt hier einmal rüberspringen, dann hier auch noch rüberspringen. Und oh Gott, jetzt sind da so zwei einzelne Sachen, ne? So, zack. Und... Was? Warum schaffe ich das denn nicht? Das macht gar keinen Sinn. Okay, jetzt aber hier, pass auf. Zack und zack und zack. Hey! So, Leute, jetzt aber. Okay, easy geschafft, Leute. Kein Problem. Und zack. So, der nächste Checkpoint. Guck mal, der ist sogar auf uns gewartet. Okay, wo sind wir denn? Oh mein Gott, nein! Hey, bitte nicht! Bitte nicht! Wo müssen wir hin, Leute? Wo, weißt du, wo wir hin müssen? Hier ist ein Totenkopf? Nee. Wir mussten nach rechts. Hä? Aber sie hat nur... Er hat mich gar nicht geholt. Er hat nur sie geholt. Hä? Was war das denn? Ich habe quasi... Es ist alles voll hell hier. Hä? Okay, also anscheinend wurde ich nicht geholt, sondern nur sie. Aber wo ist sie denn jetzt, Freunde? Na gut, okay, dann lass mal über die ganzen Laser rübergehen. So, zack, über die ganzen Laser. So, ganz vorsichtig. Okay, auch geschafft, Leute. Sehr gut. Und jetzt müssen wir in den Fahrstuhl rein. Ob ich da rein will, Leute, weiß ich noch nicht. Deswegen, wir drücken mal den Knopf und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Kommen jetzt vielleicht wieder irgendwelche Texte? Wo steht, das ist unser Untergang? Oder wie wird das gleich alles aussehen, Freunde? Auf jeden Fall echt ein sehr, sehr alter Fahrstuhl, ne? Richtig rostig und richtig kaputt. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gleich landen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sind, glaube ich, jetzt fast da auf der richtigen Etage. Kann ich irgendwie so durch... Oh ja, ja, da geht's rein. Hier geht's rein jetzt, Freunde. Und yeah! Hä? Wo sind wir denn jetzt? Werden hier irgendwelche Experimente... Warte mal.
Habt ihr es gerade auch gesehen? Ist er doch gerade so geflackert, oder nicht? Da war doch gerade der komische... Da ist er! Leute, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Lass mal ganz schnell hier den Knopf drücken. So, kurz den Hebel. Und ist da irgendwas, Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas ist. Okay, auf jeden Fall geht jetzt hier langsam die Tür hoch. Und wir sind jetzt hier irgendwie bei so einem richtig komischen... Bei einer Obby, die ich noch nie gesehen habe. Irgendwelche Bienenwaben in irgendwelchen Farben, Leute. Okay, warte mal. So, zack. Okay, haben wir auf jeden Fall jetzt auch geschafft. Dann jetzt hier ganz vorsichtig vorbeilaufen. Okay, haben wir auch geschafft, Freunde. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, Leute, mit dem nächsten Hebel. Oh Gott, wo gehen wir denn jetzt hin? Alter, okay, ganz vorsichtig, Leute. Ey, der Hebel geht schon wieder auf gerade. Heber, was ist denn da hinten los? Okay, warte, pass auf. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall wieder ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Hier müssen wir nämlich rüberspringen, genau. Und hier auch, oh, raufspringen, Freunde. So, zack. Okay, auch sehr wichtig. Denn hier nochmal zack rauf und hier zack rauf. Aber wo ist jetzt hier, Leute, wo ist der Scary Mr. Dinner Scary Typ hin, Leute? Der hat uns ja gerade eben eigentlich geholt, ist aber einfach wieder verschwunden. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Also irgendwie muss ich auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht muss ich mir hier auch das Ding holen, so eine Speed Coil. Ich glaube, ich kaufe mir mal ganz kurz, Leute, für 199 Robux und schau mal, ob die mich vielleicht voranbringen. Jetzt muss ich auf jeden Fall kurz warten, Leute. So, oh ja, schnell gesprungen. Und bin ich damit, echt schneller, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier zwei auf einmal, oh mein Gott, hab ich's gesehen? Ich habe gerade einfach zwei auf einmal übersprungen, weil ich dieses Speed Coil hatte. Hä, wie cool ist das denn? Okay, warte mal, jetzt habe ich hier den nächsten Checkpoint. Das müssen wir hier, was? Wir müssen jetzt hier, das hab ich noch nie gehabt. Wir müssen jetzt hier echt, wow. Wow, 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 wow. Leute, hä? Ich, oh mein Gott, Hilfe. Ich bin hier einfach auf so einer Zipline, Freunde. Ey, das sieht ja mega cool aus, hä? Jo, wir sind fast da. Oh mein Gott, was? Es hängt. Leute, der Knochen, Leute. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und, oh, wow, wow, wow. Und wir haben es einfach, ja, wir sind auch noch durch die Spinnenweben durch. Wie cool war das denn gerade? Warum haben wir sowas noch nie gemacht? Ich will sowas nochmal machen. Das war ja richtig cool, Freunde. Okay, warte mal. Dann lass mal hier weiter über die, oh mein Gott, über diese Pflanzen. Kennt ihr diese Pflanzen, die so Fliegen essen? Ja, genau das. Ey, die tun das ja wirklich. Okay, dann muss ich da sogar schnell rüberspringen. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht gedacht, muss ich sagen. Das heißt, hier müssen wir, hier dürfen wir nicht zu lange drauf stehen bleiben. Guck mal, sonst klappen die so zusammen. Oh mein Gott. Ey! Hä? Oh, man muss da richtig, also man muss auf jeden Fall einfach nur drauf springen, Leute. Das heißt, jetzt werde ich auf jeden Fall jetzt hier schön schnell rüber. Ich dachte, man hat wenigstens ein bisschen Zeit. Aber die klappen immer schneller zusammen. Guck mal, seht ihr das, wie schnell die zusammenklappen? Da hat man kaum Zeit zu reagieren. Aber ich habe die, haha, ich habe alle Pflanzen überlebt. Sehr gut. Und was ist denn jetzt hier vorne los? Wieder irgendeine Obby. Oh mein Gott, ganz vorsichtig, Freunde. Ganz, das sind, ach, das sind irgendwelche Schlangen. Sicher jetzt erst, das sind irgendwelche Schlangen, Leute. Was machen die denn hier? Okay, dann geht's weiter hier mit dem Spinnennetz. Und, oh mein Gott, wir haben hier einen neuen Checkpoint. Das müssen wir auf jeden Fall ganz vorsichtig über das Spinnennetz rübergehen, Leute. Das könnte nämlich echt ganz, ganz gefährlich sein. Oh. So, ganz vorsichtig jetzt hier rüber, Leute. So. Okay. Das sieht, glaube ich... Oh mein Gott. Müssen wir jetzt hier so einen Baum hochklettern? Hä? Oh, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie so einen Baum hochklettern. Dann machen wir das Ganze doch mal ganz kurz. Jetzt hier schön vorsichtig. Ah, und rüber. Und rüber. Und rüber. Ey, ist da... Nee, wir kamen von da, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Das heißt, da ist nicht der Checkpoint. Wir müssen anscheinend jetzt hier immer weiter hochklettern und hochklettern und... Hä? Was denn das hier für ein Portal, Freunde? Oh mein Gott, ich gehe ins Portal rein. Hey, das bin ja ich in richtig groß, Leute. Wie cool ist das denn? Hä? Und wir können uns hier einfach jetzt irgendwelche Farben aussuchen. Das heißt, hier, guck mal, ich kann zum Beispiel rot werden und kann meine Speedcoil benutzen. Und bin einfach mega, mega schnell auf diesem krassen eigenen Weg. Oh nein, der eigene Weg verschwindet. Aber das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, den zu bauen. Oh, oh, falle ich wieder nach unten, Freunde. Ey, das ist ja richtig, richtig cool, Leute. Was geht ab, Leute? Ich habe ein Gefängnis gebaut. Und wir müssen auf jeden Fall heute probieren, unser Gefängnis mit Gefangenen zu füllen. Denn bis jetzt ist hier noch in der Zelle gar keiner drin. Und die Stadt ist anscheinend komplett unsicher. Und unsere Mission ist auf jeden Fall heute, alle Gefangenen auf jeden Fall in unsere Zelle zu bringen. Und unser Gefängnis dann so cool zu erweitern mit ganz vielen verschiedenen Wärtern. Ich würde sagen, ich düse auf jeden Fall direkt mal los mit dem Auto jetzt hier, Leute. Oh, vorsichtig. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt mal hier in die Stadt rein. Und ich glaube, in der Stadt
Stadt ist einfach Böses im Busch, Leute. Da sind überall Verbrecher und oh, ich sehe sogar schon andere Gefängnisse von anderen Leuten. Ne? Das heißt, wir haben anscheinend sogar ein bisschen... Boah, geht schon voll viele Gefängnisleute da drin, ne? Voll viele Verbrecher. Also wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Konkurrenz, was das angeht. Also hier sind auf jeden Fall auch andere, die dann uns vielleicht ein paar Verbrecher wegschnappen werden. Aber lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen möchtet, wie wir jetzt hier ganz, ganz viele Gefangenen festnehmen werden, Leute. So, okay, jetzt ist hier vorne auf jeden Fall schon mal anscheinend die Stadt am Start, Leute. Oh! Jo. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. So, ich kann jetzt hier mal aussteigen. Und wir können theoretisch irgendwelche Leute festnehmen. Aber das Ding ist, die hat bis jetzt auch noch gar nichts gemacht, ne? Wir müssen darauf achten, bis halt hier irgendwer Mist baut. Aber der sieht mir auf jeden Fall echt ein bisschen suspekt aus. So, den werden wir jetzt mal ganz kurz festnehmen. Und dann, Kollege, komm mal hier einmal ganz kurz in mein Auto. Ah, ich habe ihn reingepackt, Leute, ins Auto. So, er ist anscheinend gerade im Kofferraum, warum auch immer, ne? So, dann fahren wir mal ganz kurz hier wieder zurück. So, kurz wenden. Muss ich nur wissen, wie ich hierher gekommen bin, ne? Ich glaube, ich müsste mal gleich noch in die andere Stadt fahren. Leute, Polizei, ich habe jetzt hier einfach Gefangenen hinten in meinem Polizeiauto. Bis jetzt haben wir nur einen Platz. Also ich glaube, wir müssen das irgendwie ein bisschen erweitern, dass wir mehr Platz haben. Wo war jetzt nochmal mein Gefängnis? War das, ich glaube, das war hier vorne, ne? Oder war das das da vorne? Ich glaube, es war das hier. Tatsache, Leute. Okay, so, kurz hier parken. Okay. So, holen wir den mal ganz kurz hier raus. Ey, jetzt ist er einfach zum Mädchen geworden. Okay, dann pass auf, dann packen wir ihn jetzt mal hier in die erste Zelle wahrscheinlich rein. Also hier jetzt in die Zelle. Und schon haben wir unseren ersten Gefangenen, Leute. Was auf jeden Fall schon mal echt cool ist. Ich will auf jeden Fall gucken, wie wir unser Auto upgraden können. Ich glaube, hier vorne haben wir auch schon eine Stadt, Leute. Genau, hier ist vorne eine Stadt. Das heißt, wir können auf jeden Fall direkt weitere Gefangene holen. Und ich glaube, je mehr Gefangene wir haben, desto mehr Geld bekommen wir. Und dann können wir natürlich auch andere Werte und sowas kaufen. Aber erstmal fahren wir jetzt hier ganz kurz hier in die Stadt rein. Und oi. Hier ist aber ordentlich was los, ne? So, hier, du mit der Mütze, du gefällst mir gar nicht. Warte, du gefällst mir gar nicht mit der Mütze. Hallo, stehen bleiben, sie sind unter Arrest. Hallo, die wollen sich hier gegenseitig schützen, Leute. So, jetzt aber. Jetzt haben wir ihn, okay, mit der Mütze. Endlich habe ich jetzt hier eingesammelt. So, will der mein Auto klauen? Nee, ne? So, rein mit dir jetzt hier ins Polizeiauto. Leute, ich glaube, wir müssen gleich mal gucken, wie wir am besten noch mehr... Aua, wie wir am besten mal mehr Geld machen. Wir haben jetzt $10 und einen Gefangenen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich mehr. Vielleicht mal im Shop, Leute. Wir sollten auf jeden Fall noch ordentlich was bekommen. So, jetzt hier ganz kurz anhalten. So, und dann jetzt hier schön. Yuppie. Und jetzt können wir, Leute, jetzt können wir nochmal eine weitere Person ins Gefängnis reintun. So, Joey ist jetzt auch im Gefängnis und ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wir können auf jeden Fall hier anscheinend sogar ein paar Sachen bauen, ne? Das heißt, wenn unser Gefängnis zu voll ist, müssen wir das anscheinend sogar noch erweitern. Und deswegen, ich sammle nochmal ganz kurz ein paar Personen ein, damit wir auf jeden Fall, glaube ich, die Zellen voll haben, weil dann, guck, jetzt haben wir, jetzt kriegen wir quasi $20 pro Stunde. Also wir kriegen $10 pro Stunde für einen Gefangenen. Und ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir auch dann, guck mal, ich gucke gleich mal, pass auf, wenn ich gleich mal auf die Person unten klicke, weil ich glaube, da kriegen wir dann neue Gefängnisleute, beziehungsweise neue Wärter. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, und zwar den mit der Mütze nochmal. Ne, ich nehme jetzt hier Frau Rota. Oder ne, wir nehmen jetzt den mit der Mütze mit. Alles rein hier ins Auto. So, okay, er ist auf jeden Fall jetzt drin. Und jetzt können wir nämlich hier mit dem Polizeiauto, Leute. Yippie, wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause, Leute. Und zwar haben wir jetzt... Hey, was machst du denn hier? Irgendjemand ist hier zu Besuch, glaube ich, in unserem Gefängnis. Ich glaube es da nicht. So, kurz mal jetzt hier parken. Und wir haben jetzt gerade wieder $20 bekommen. Und jetzt erstmal rein hier mit denen ins Gefängnis. Und hat der... Warte mal, der hat da doch gerade irgendwas hingelegt. So, rein mit dir jetzt hier. Was ist denn das hier auf dem Boden? Die haben jetzt... Ey, jetzt muss ich hier sauber machen, weil die hier Müll und sowas machen. Ich glaub's da nicht, Leute. Oh, er sagt, wir haben nicht genug Personal. Okay, das heißt, wir sollten mal ganz kurz gucken. Ein paar Arbeiter. Und ich würde sagen, wir machen doch jetzt mal ganz kurz hier einen neuen Guard. Das heißt, wir haben jetzt hier, zack, Leute, wir haben jetzt einen Typen am Start. Ah, seht ihr da vorne? Wir haben jetzt jemanden, der für uns arbeitet. Und ich glaube, dann wird sich, glaube ich, auch gleich kein Gefangener mehr beschweren. Also, die wartet auf jeden Fall und guckt auf jeden Fall drauf, dass keiner von denen jetzt irgendwie durchzieht oder sowas. Und dann fahre ich nochmal ganz kurz hier vorne und schnappe auf jeden Fall nochmal direkt einen weiteren. Es wäre halt echt cool, wenn ich mehrere in ein Auto reinpacken kann, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das kaufen kann mit Robux. Das wäre nämlich... Hey, ich habe minus $5 gerade bekommen.
weil, ach, der kostet Geld, so ein Guard. Ach so. Okay, warte mal, Leute. Ich glaube, ich kann jetzt, jetzt habe ich wieder plus 25. Okay. Dann muss ich auf jeden Fall jetzt ein paar mehr Gefangene haben, dass wir quasi dadurch mehr Geld bekommen. Und ich glaube, ich werde es vielleicht so machen, Leute, dass wir, oh, das Ganze dann erweitern. Also jetzt hier kurz wieder parken. So. Und rausholen. Yeah. Und rein mit dir in die Zelle. So. Wir können hier anscheinend auch sogar noch so einen Repairman und sowas. Oh Gott, der bringt uns anscheinend, nee, der kostet $55. Also ein paar Sachen. Okay, er sagt, das Gefängnis braucht mehr Betten. Okay. Also es sagen zwei Leute. Ich würde mal sagen, dann bauen wir jetzt hier auf jeden Fall ganz kurz mal hier. Und zwar, wo ist das hier? Wir brauchen mehr Betten, Leute. Wir haben ein Holzbett. Okay, warte mal. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, Leute, ihr könnt auch draußen schlafen, wenn ihr euch beschwert, ne? So, hier kurz ein paar Betten, Leute, für die, die sich draußen hier beschweren. So, könnt ihr nebeneinander schlafen, ne? Könnt ihr kuscheln. Mal gucken, ob sie sich da auf jeden Fall immer noch weiter beschweren, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall mal nicht. Ich will auch mein Cargan upgraden, ne? Ich guck mal ganz kurz, was wir kaufen können. Wir können nämlich theoretisch einen Militärtruck kaufen. Und das Ganze mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich kaufe jetzt mal ganz das Militärtruck, Leute, für 300 Robux. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Ich gucke mal, Earnings Boost mache ich auch mal ganz kurz. Jetzt hier einen kleinen Earnings Boost. Dann ist die Finanzspritze auf jeden Fall gekauft, Leute. Und jetzt können wir es so machen, dass wir vorne. Oh, da mussten eigentlich den Militärtruck. Muss ich den noch auswählen? Ich habe doch gerade einen Militärtruck gekauft, Leute, ne? So, wir haben jetzt gerade nur noch $5. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gefangene, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Gefangene. Jetzt kriegen wir sogar gerade schon $60 pro Stunde. So, du hier mit den Baconhaaren. So, einmal ganz kurz festnehmen, ne? Du bist gefasst. Du bist gefangen genommen. So, jetzt kurz mit dir ins Auto wieder rein. Jetzt hier so, zack, ins Auto. Und dann gucke ich mal ganz kurz da vorne, weil ich glaube, oh, es wird auch sogar gleich schon Nacht, ne? Wir haben jetzt hier gerade 16 Uhr. Ein neuer Gefangener kommt hier. Ich hoffe, ihr begrüßt ihn alle sehr, sehr nett. So, einmal ganz kurz hier raus mit dir aus dem Auto. Und jetzt können wir den ganzen Thema reinpacken und rein mit dem. So, was sagt einer hier? Ich kann nicht Sportequipment finden. Da ist doch alles. Ihr könnt doch hier laufen und Bank drücken und sowas. Oh, es sind, okay, es sind zu viele Leute. Okay, warte, dann ich baue dir was hin. Wir sind Sportequipment. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann, ich hole mal ganz kurz. Boah, das kostet $150. Wie viel Geld habe ich gar nicht. Ich würde jetzt gerne meinen Militärtruck nutzen, Leute. Ich habe doch gerade einen Militärtruck gekauft, oder nicht? Hier, guck mal. Wo ist denn der jetzt hin? Muss ich den erst hier hin? Ah, Militärtruck. Und ich glaube, den. Ach, das ist nur für Optik. Okay, also ich glaube, ja gut, man kann ihn jetzt schlecht hier reinpacken einfach, ne? Also ich könnte es theoretisch machen. Ah, das ist dann. Okay, warte, ich pack den dann. Ich pack den hier an die Seite, Leute. So kann ich den auch drehen, ja. So, Militärtruck hier an der Seite. Und jetzt steht hier einfach einer. Und der bringt anscheinend 12 mehr und Geschwindigkeit auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich mache jetzt auf jeden Fall direkt 2 Militärtrucks hin. So, und. Oh, warte. Ah, ich habe hier keinen. Okay, keinen Platz. Okay, jetzt haben wir einen Militärtruck gekauft. Und oh Gott, das ist schon dunkel geworden. Wir müssen uns jetzt beeilen, Freunde. Denn die Gefangenen werden in der Nacht richtig aktiv. Und die dürfen auf jeden Fall hier keine Verbrechen begehen. Wir haben jetzt schon $205. Alter, das ist schon echt ordentlich jetzt gerade. Ne? Also ich fahre hier mal ein bisschen mehr durch. Denn die hier, Leute, das kann man nicht machen. Und zwar so gebräunt und dann blonde Haare. So, rein mit dir ins Auto. Und dann einmal ganz kurz hier. Reach! Okay, haha. Ey, Leute, es ist so dunkel gerade, ne? Wir müssen jetzt schnell zum Gefängnis hin und da jetzt ein paar Sachen machen, damit wir auf jeden Fall nicht so krass im Dunkeln arbeiten müssen. Wir haben jetzt schon 6 Gefangene, was echt gut ist. Ich würde gerne so ein neues Polizeiauto haben, muss ich sagen, ne? Das wäre echt ganz schön cool, weil bis jetzt ist es ein bisschen immer nervig, dass man nur eine Person mitnehmen kann. So, okay, was sagen die? Ich habe keine Dusche. Alter, die ist doch eine Dusche. Okay, pass auf, wir müssen ein paar mehr Arbeiter einstellen. Das heißt, wir ziehen mal ganz kurz anscheinend ein paar. Oh, da können wir in Prison. Wir können auch einen Namen geben. Das Brox-Gefängnis, Leute. So, Brox-Gefängnis. Huch, muss auch richtig schreiben. Brox-Gefängnis, so. Und dann machen wir noch einmal ganz kurz hier Arbeiter. Und dann holen wir ganz kurz, zack. Und noch einen. Und dann machen wir, glaube ich, noch einen Chefkoch, Leute. So. Okay, haben wir jetzt ordentlich was geholt. Jetzt sind Leute, die eigentlich alle zufrieden sein. Ich kümmere mich, ich kriege jetzt alle was zu essen. Schön, oder? Schön was zu essen von dem Chefkoch. Trotzdem beschweren sich anscheinend immer noch Leute, dass es nicht genug Betten da sind. Kein Problem. Ich kann auch noch mal ein paar Betten hinbauen, ne? Aber guck mal, das Ding ist, warum kann ich den Militärtruck denn nicht nutzen? Kann ich auch vorne hin spawnen? Ach so, ja, ich glaube, ich kann auch mit dem fahren. Oh, oh mein Gott, da können 12 Leute rein. Yo, ich Idiot, guck mal. Jetzt können wir einfach ganz kurz, Leute. Ich kann da jetzt 12 Gefangene reintun. Oh, das Gefängnis wird gleich so überfüllt sein, Leute. Hier können einfach 12 Gefangene rein. Okay, ich bin gerade sehr, sehr, sehr gespannt. Mal gucken, wie viele wir jetzt gleich da reinmachen können. So, hier, jetzt haben wir hier. Cheat. So. Und jetzt haben wir erstmal. Oh, der mit dem blauen Haaren. Der mit dem blauen Haaren hier. Einmal, sorry. So, rein mit dir. Ho. 1 von 12. Okay, jetzt hier der mit dem Irokesen. Rein mit dir. Ey, das ist ja jetzt viel besser. Yo. Okay, hör auf zu laufen. So, rein mit dir jetzt hier.
Ey, können wir jetzt quasi alle von dieser Straße festnehmen? Okay, es sind auf jeden Fall gerade zu viele, sehe ich gerade, ne? Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz 5 Stück rein. So, die, warte, die hier mit den roten Haaren auch nochmal ganz kurz hier. Lara Croft, so, rein mit dir. Jetzt haben wir 5 Leute in unserem Auto und die werden jetzt gleich alle in unser Gefängnis reingepackt, ne? Ey, das ist ja zu krass. Okay, jetzt kommen schon jetzt hier, Leute. Wir sind hier mit dem Militärwagen unterwegs. Und dann einmal, so, eingepackt. Jetzt kann ich hier, glaube ich, nämlich erstmal eins zur Zeit, genau, nehmen und reinpacken. Nehmen und reinpacken. Dann noch ein und dann reinpacken. Oh mein Gott! Massive Riot. Leute, die übertreiben, glaube ich, gerade anscheinend alle. Die prügeln sich. Aufhören. Aufhören. Hört auf, euch zu prügeln. Wir brauchen mehr Wärter. Leute, wir brauchen mehr Wärter. Schnell. Die prügeln sich anscheinend gerade. Mehr Wärter. So, Wärter. Ey, Leute, ohne Spaß. Wir müssen jetzt gerade stoppen. Die sind hier alle. Guck mal hier. Ey, die machen hier komplett eh. Der will hier ein Loch graben, oder was? Guck mal, die boxen sich alle. Aufhören jetzt. Ey, guck mal, der baut hier schon wieder ein Loch, Leute. Ich glaub's da nicht. Hört auf. Ey, die machen hier Löcher rein. So, jetzt stoppt die mal alle ganz kurz. Wie sieht das denn aus? Okay, so. Und jetzt macht die da... Hä? Escape Tunnel? Und, okay, Riot ist fertig, Leute. Welchen Shake probiere ich mal? Den neuen Shake. Green Maze Shake. Den Green Maze Shake. Ja, oh mein Gott. Guck mal. Ich habe hier einen roten Schlüssel, Kasper. Wo sind wir? Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, was ist denn da? Der Killer! Taser ihn! Hab ihn! Oh mein Gott! Oh Gott! Alter, ganz wichtig! Okay, wir müssen jetzt hier. Ja, da kommt einer aus dem Nichts. Oh, warte, hier ist er! Ja, lila Schüssel! Oh nein! Oh, er ist wieder wach! Er ist wieder wach! Pass auf, du darfst nicht draufgehen! Das ist ein grüner Schlüssel im. Oh mein Gott! Okay, warte, ich krabbel hin, ich hab ihn! Ich lock ihn weg, den Shake hier! Okay, ich hab den grünen Schlüssel zur Toilette mit einem pinken Schlüssel. Los, geh, mach schnell auf, mach die Kellertür auf. Schnell, oh Gott, okay, wir haben mehr Platz jetzt hier. Hier ist ordentlich mehr Platz. Endlich. Okay, Alter. Ich hab den schwarzen Schlüssel, der geht hier rein. Okay, pass auf, er ist direkt hinter dir. Nein. Er ist hinter dir. Lock ihn doch weg, bitte. Geh nicht drauf. Na, ich geh nicht drauf, keine Sorge. Ich sammle hier gerade ein paar Münzen ein. Okay, ich bin wieder am Start, sehr gut, ich auch. Was ist mit ihm los? Ich muss einfach krabbeln. Easy. Alter, der hat aber Überhunger auf dich, ne? Ich sehe das. Ich weiß. Und jetzt, wir brauchen... Bro, er hat mich schon wieder. Was ist denn das? Bist du so schlecht oder was? Ja, anscheinend. Was ist das? Aber mal, der hat Überhunger auf mich. Auf dich anscheinend gar nicht. Du schmeckst anscheinend eklig. Denn? Und dafür muss ich einmal... Zack, ich habe die Tür aufgemacht. Oh mein Gott, er ist direkt hinter mir. Oh, ausgetrickst. Ich hab ihn ausgetrickst. Ich hab ein Ding aufgemacht, hast du gesehen? Da brauchen wir die weiße Schüssel. Ja, ich weiß auch, wo wir jetzt hin müssen. So, hier durch. Wir müssen jetzt nämlich zu diesem, da ist die Sackgasse jetzt, ne? Ich hab den Schraubenzieher, hab ich geholt, okay. Wo musst du mal rein? Okay, Schraubenzieher musst du dir eine Tür mit aufmachen. Bro, eine Falle gelegt! Wie jetzt? Alter, ich bin immer ausgerutscht, wieso auch immer. Immer war ich ausgerutscht. Ich hab den schwarzen Schlüssel noch, ne? Er hat eine Falle gelegt. Bro, auf einmal lag ich auf dem Rücken festgeklammert oder sowas. Okay, kann man das hier? Ja, okay, du musst jetzt mit dem silbernen Schlüssel da. Ich hab den. Okay, dann mach auf da. Du musst es aufgehen. Oh, ja, schack. Wir sind im Keller. Gott, im Keller. Alter, okay, hier ist richtig viel. Oh, der kommt, ne, ich sag's nur. Hier ist jetzt ein beiger Schlüssel. Oh Gott, Bro. Alter, wo sind wir hier? Wir brauchen den Taser. Nein. Hau rein. Ich geh rein, lock ihn weg. Ich bin im Lüftungsschacht. Hier ist der blaue Schlüssel, ich hab ihn. Ich bin im Lüftungsschacht gerade, ne? Ja. Hey, wie cool sieht das denn bitte schon jetzt gerade aus? Blaues Schlüssel zur blauen Tür, so. Oh okay. Mein, was ist das denn? So ein Laborbereich hier. Hier brauchen wir eine Checkkarte. Hast du alles? Alter, mich erschrocken, Alter. Was machst du denn? Bro, der ist über so ein Regal geklettert, kam auf einmal von oben gesprungen. Er kommt jetzt zu mir. Oh, er kann auch durch den Lüftungsschacht gehen. Okay. Nein. Alter. Hat er dich? Nein. Nein, aber er ist richtig gut. Er ist richtig gut. Ich geh jetzt kurz durch den Lüftungsschacht hier. Alter, ich hänge kurz fest. Okay. Alles entspannt. Ich habe jetzt den weißen Schlüssel. Ist bei dir da irgendwo ein weißes Schloss? Siehst du das? Hier ist eine Karte. So eine Keycard. Ach, die brauchen wir im Labor da hinten, beim Computerraum. Ja, ich hab aufgemacht. Okay, sehr gut. Jetzt hier eine Bohrmaschine. Ja, die brauchen wir oben. Für die Main-Tür, glaube ich. Muss dran gebohrt werden. Hier ist nämlich auch noch ein Dingens. Hier ist auch noch so ein blauer Schlüssel. Der noch fehlt, oder was? Den hab ich schon benutzt. Pass auf, er ist hinter dir. Okay. Wir brauchen den Taser. Ist direkt hinter mir. Ist weggelockt? Ja, sehr gut. Du musst ihn mal ein bisschen dingsen. Mach ihn mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Oh, Bro, er ist doch schon hinter mir. Soll ich nochmal an? Ich weiß. Oh Gott. Ich hab bisher eigentlich Ich bin entkommen.
Was? Hast du schon aufgemacht? Ich habe den Taser angedrückt und ich bin direkt entkommen. Lol. Okay. Ja, ja, du hattest schon die Bohrmaschine oder sowas. Sehr gut. Easy, Alter. Sehr gut. Und so schnell sind wir schon bei dem Green Maze Store gelandet, Kaspar. Ich wollte schon immer mal trinken, Alter. Ich hab auch so Bock darauf. Gut, das Ding ist, man entkommt einfach und schon sind wir hier bei so einem Green Maze Shack. Also ja, anscheinend Green Maze komplett die, alles übernommen hier. Guck mal. Ja, guck mal hier, guck mal, das Bild. Siehst du das? Ja. Lass auch nicht bestellen. Guck mal hier, einfach so ein Bild. Sieht richtig cool aus. Was ist hier? Okay, wie sieht das aus? Ich war noch wir nie können jetzt so hier anscheinend irgendwas ordern. Kann ich schon bestellen? Den Green Maze Shake haben. Oh mein Gott, guck mal, der geht an die Maschine. Der macht ihn. Oh mein Gott, zum Mitnehmen bitte, zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Oh mein Gott, ich hab den in der Hand. Hast du ihn? Ich auch. Den Green Maze Shake. Noch nicht trinken. Lass damit nicht Alter. Warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Was ist denn da los? Die Leute werden hier einfach umgefahren. Okay, komm, lass aufs Dach gehen hier. Oder lass irgendwie woanders hin. Warte, man kann ja shoppen. Sehe ich gerade, man kann ja shoppen. Man kann ja. Oh, für so Münzen. Kriegen wir so Sachen. Wie kriegt man hier Münzen? Müssen wir. Warte, ich nehme mal einen Schluck. Oh mein Gott. Oh. Oh, wie schmeckt der? Oh mein Gott, warte mal. Haben wir jetzt. Sips! Ah, für Sip, das ist Geld sozusagen. Umso mehr du trinkst, umso mehr Geld bekommst du. Okay, ich trinke nochmal einen. Ich muss sagen, schmeckt doch besser, als ich dachte. Links steht ja Inzidenz 1. Also kann man auch Unfälle verursachen? Ja, mit dem Auto. Oh Gott. Sagst du, wir uns zwar hier vom Auto erwischen lassen? Lieber nicht, ne? Glaubst du, die Autos kommen dadurch, dass man den Shake trinkt? Boah, könnte sein, oder? Glaubst du, da sitzt die Scream Ace Monster von eben da dran? Ich weiß nicht. Sein. Also ich guck grad mal, vielleicht kann man sich ja schon irgendwas im Shop mal kaufen. $100. Boom, ja, den 1 Dollar erwischt. Hä, warte mal, ich hab nicht genug Geld, steht da. Ja, wir müssen unsere Sips irgendwie zu Geld machen, oder was? Anscheinend. Ja, oder wir wie? Müssen, oder? Warte mal, wo kann man unsere Sips zu Geld machen? Ich geh mal kurz hinten. Ich hole mal noch einen Shake, mal gucken. In den geheimen. Ah, hier ist ja noch ein Haus und so, sehe ich gerade. Ach so, da wahrscheinlich dann. Okay, warte mal. Dann und hier kann man. Rein. Oha, wer lebt denn hier? Ah, wie man okay, jetzt müssen wir. Wie geht das? Zeig mal. Okay, wir müssen kurz unseren eigenen Shake machen. Ah, okay. Und jetzt alles in den Mixer packen. So, das heißt, ich habe Raspberries. So, was nehmen wir noch? So, das heißt, warte, was steht da? Man soll. Kann ich einen Shake reinmachen? Raspberries, zack. Milch, oder? Ja, Milch. Dann Milch, noch. Ja, habe ich. Blueberen, habe ich auch. Ja, habe ich Milch rein, so. Und mir fehlt noch. Ey, da fehlt irgendwie noch eine Zutat. Vanille Ice Cream fehlt bei mir. Ach, das ist locker im. Ah, das ist oben. Ah, hier oben Ice Cream. Okay, ich hab's. Ben & Jerry's. Ach, und jetzt so mixen. Macht man seinen eigenen. Wow! So macht man seinen eigenen Green Maze. Oh mein Gott. Ich hab's gerade. Lol. Guck mal! Ich hab einen Green Maze Shake jetzt hier. Zeig mal. Ja, ich auch, aber so. Selbst gemischt. Und jetzt muss man das in einen Cup reintun. Becher kippen. Aber wo? Hier. Pure Liquid. Ah, hier. Und jetzt? Oder geht stimmt, das? Jetzt habe ich den, oder? Ne, das Whipped Cream. Warte, ich glaube, ich muss da irgendwo. Irgendwo muss ja so ein Ding sein. Hallo. Ah, wo Tobi, du hast am Whipped Cream. Ah, oh mein Gott. Pickup. Ich habe ihn. Ja, ich habe meinen eigenen selber gemacht. Okay, warte. Wo hast du Whipped Cream her? Ach, da, ich habe ihn noch. Kühlschrank. Pure Alter. Cream. Ja, genau. Und jetzt hast du ihn ready. Pure Liquid, pure Cream. Aber es geht bei mir nicht. Hä? Oder nur Cream oben drauf, wieso Liquid? Das heißt, hättest du schon lange machen müssen, Liquid rein. Hä? Du musst Liquid in den Becher reinkippen. Ich hab das Ding in der Hand. Du auch? Ah. Nee, ich hab ganz normal meinen Green Maze Shake in der Hand. Oh nein. Bist schon fertig gemischt. Du kannst nichts falsch machen. Du musst einfach jetzt den Green Maze Mixer, das Mixerzeug in so einen Becher kippen. Und dann schlagst du da oben drauf rein. Aber wo ist denn der Becher denn da? Steht er bei dir nicht mehr, oder was? Bei mir stand da einfach ein roter Becher, so ein kleiner roter Becher. Nee, steht bei mir nicht. Oh, dann musst du vielleicht hat neu irgendwer geklaut oder so. Oh mein Gott, ist auch schon voll dunkel. Warte mal! Oh mein Gott, Bro, da ist doch ein Dollarzeichen daneben. Ja, das ist für Robux-Donations. Ah, okay. Okay, wir können anscheinend hier vorne irgendwie. Ich hole mir noch einen Green Maze Shake. Ich frage mich jetzt gerade. Er geht halt nicht. Man darf irgendwie nur einen haben. Und ich frage mich auch gerade, warte mal. Ich habe jetzt ja ein bisschen hier getrunken, aber kann ich mir von jetzt schon was holen? 20, ein Teddybär. No Coins, hä? Wie kriegt man unsere Sips zu Coins? Ich bin auch gerade überlegen, die Autos hier vorbeidreschen, ne? Guck mal, Cashiers Haus steht auch da drin. Also es muss hier irgendwas mit dem Haus zu tun haben, oder? Vielleicht ein Bett oder muss man schlafen oder so hier. Ja, ist gerade dunkel. Oder? Könnte sein. Was hast du hier gefunden? Oh, Geheimausgang? Okay. Nee, nicht ganz. Boah, es kann sein, dass wir Unfälle brauchen. Safe.
Nein. Und Dream Ace Shake und so, doch, die machen, da gibt es ja so ganz viele Memes, wo die immer so Unfälle haben dann. Okay. Oder nicht? Auto. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Nein, wurde okay, erwischt? Ich hab zwei Unfälle, steht da jetzt gerade. Zwei Unfälle? Okay, ja. Ey, ich hab meinen anderen Green Mage Shake verloren. Oh! Drei Unfälle jetzt schon. Ich wollte überfahren, Hilfe. Aber. Guck mal, der kann auch nicht mal ein Lego-Auto fahren, da der Typ. Aber hab ich meinen Green Mage Shake noch? Ja, alles gut. Jetzt machen wir jetzt nochmal einen neuen Shake. Hey, die sind auf dem Dach drauf oben. Oh, da steht jemand. Die schreiben da auch. Normal Day in Ohio. Geh mal. Guck mal, was gibt's hier denn? Da oben. Mit Chill Cup. So. Ah, hier ist der Cup. So. Ah. Hast du gefunden oder was? Ja. Gut. Jetzt hab ich aber mein Ding nicht mehr da. Da war's. Mein Mixer. Ja, nein, okay. Hab ich grad verloren beim Unfall. Na gut, komm, dann würde ich sagen. Nochmal überfahren lassen. Au, ich muss ins Krankenhaus. Hilfe. Nein, nicht ins Krankenhaus, Kaspar. Hey, Kasper, guck mal! Was geht? Wie cool sieht denn das hier aus? Ist das ein Haus? Sind wir neue Nachbarn geworden? Das hier ist mein Haus. Ich glaube ja, da drüben ist deins, hier ist meins. Wie cool, guck mal. Hey, das okay, Ding also ist bloß aber ein rotes. Ein kleines Haus. Ja, ich habe ein krasses Haus. Und zwar, geh mal auf deine Seite und ich werde dir jetzt was sagen, was du malen musst. Und das wird dann passend zum Haus sein, okay? Aha, okay, und was soll ich malen? Das heißt, das Erste, was du jetzt malst, wird ein kleiner Wachhund sein für dein Haus. Ah, okay, also ich würde sagen, das... Machen wir mal einen kleinen Wachhund und das werden wir dann auch easy einfach. Hin. Das, oh, okay, das werden wir dann einfach, okay. Genau, wir werden einfach so ein kleiner Hund dann. Digga, mein Ding ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte? Oh mein Gott, pass auf. Ich musste erst mal wieder reinkommen. Ich mache jetzt hier den besten Hund, den du jemals gesehen hast. Ach, Digga, mein Hund, das kann man keinem zeigen, Bro. Gott. Das kann man keinem zeigen, das Ding... Das hat gefühlt ein Hocker. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Das ist gerade gar nicht gut. Okay, komm. Ich würde sagen, lass dir zeigen, oder? Du bist doch nicht fertig. Doch, wir können eigentlich... Wir können schon zeigen. Go! Oh Gott. Wo bist du? Wie spawn ich? Anwenden. Links unten. Wuff! Wuff! Guck mal. Wuff, wuff! Okay. Wuff. Nicht schlecht. Auf jeden Fall die gleiche Farbe ausgeben. Jetzt haben wir einfach Wachhunde. Du darfst das nächste entscheiden. Was könnte passend zu unserem Haus sein? Was wollen wir jetzt? Also, das Ding ist, normalerweise hat man ja immer so Wachhunde und sowas, ne? Aber, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Hauskatze. Ja? Oh, damit wir auf jeden Fall Hauskatze? Hier ja, ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Damit wir. Okay. Ich muss erstmal hier alles mal löschen. So. Zurücksetzen, eine Katze. Boah, da zieh ich dich ab. Ich habe auch eine krasse Idee gerade schon. Nein, auf gar keinen Fall. Na klar, na klar. Auf gar keinen Fall wirst du mich dingsen. So. Pass auf. Zack. So. Oh mein Gott, ich mach... Ich brauche noch ein bisschen, ne? Ich bin noch lange nicht fertig. Ich brauch auch noch ein bisschen. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit bei der hier. So, zack. Ich lasse auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Dann ist ja gut. So, dann machen wir den hier. So. Kann man neue Ebenen machen? Ja, ne? Ja, man konnte auch neue Ebenen, glaube ich, machen. Ich glaube, das war auch eine Möglichkeit. Alter, das ist jetzt hier eine Mega-Katze. Oh Gott. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch noch hier, aber... Ja, das sieht, dachte ich mir schon, dass das ganz komisch ist. Oh nein, das ist hier jetzt ganz... Ach, man kann nur, zwei jetzt, Ebenen machen. Es sieht jetzt ganz komisch aus. Okay, hier noch ein kleiner Schwanz. Nein. Ich bin ready. Bist du ready? Ich wäre ready, ja. Zeig her dein Ding da. Zeig her deine Katze. Aha. Okay. Was ist denn das, Alter? Was hast du gemalt? Du hast hier so eine... Digga, du hast einen Geist oder sowas gemalt. Hast du einen Geist gesehen oder was? Gar nicht. Alter, das ist ja wohl eher ein Regenwurm. Vor allem diese dreieckigen Augen. Hä? Oh mein Gott. Ja, das sieht nicht aus wie eine Katze. Wo ist denn dein Körper? Ja, mein Gott, der fehlt halt noch. Das ist erstmal nur der Kopf. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lass uns als nächstes mal, du siehst, wir haben eine große Auffahrt, ne? Da muss natürlich auch was rein. Wer malt den besseren Ferrari? Boah, okay, ich sag dir, da zieh ich dich auf jeden Fall ab, ne? Nee, du wirst jetzt, keine Chance. Tut mir leid, aber du wirst keine Chance haben. Ich werde den absoluten Mega-Ferrari malen. Oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Das ist doch schwerer, als ich dachte, glaube ich. Ich auch, ich finde es auch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Oh Gott, was mache ich hier? Wie sieht das nochmal aus überhaupt? Ich weiß halt gar nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier mache. Das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade ganz und gar nicht gut. So, jetzt das ist auch nochmal wichtig hier. So, für die Details, ja. Ganz wichtig hier für die Details.
Und dann, oh Gott, ey, was mache ich hier? Das ist jetzt ganz gar, das ist gar nicht gut, Bro. Wieso? So schlimm oder was? Das ist gar nicht gut. Glaube ich nicht. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein. Eigentlich könnte man... Sagst du? Das Ding als fertig ansehen. Komm, das wird doch mal hier ein bisschen angemalt jetzt hier für die Details. Einfach für die Details, ja. Leute. Okay, ich bin auf jeden Fall mit meinem Ferrari eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also, ja, ich finde, mir geht's. Besser kann man, gar nicht malen. Es hält sich bei mir leider in Grenzen, muss ich sagen. Es hält sich sehr in Grenzen. Zack. Okay. Bist du ready oder was? Warte, ich würde sagen, So, ich bin ready, Maddy. Okay, let's go. Und zeigen. Boom. Zeig mal, warte mal. Oh, boom. Oh. Oh. Okay. Okay, ich finde deinen auch nicht schlecht. Deiner ist eher so ein Kastenwagen, oder nicht? Hä, das ist gar nicht. Deiner sieht eher aus wie ein Kastenwagen. Meiner sieht, guck mal, vorne auch das Ferrari. Aber dein Logo ist auch nicht schlecht mit dem Gelb, ja? Hab ich vergessen. Ja, das Gelb hast du vergessen. Aber ich hab ein Pferd. Ich hab ein Pferd vorne, was springt. Weißt du, was ich meine? Siehst du das kleine okay, Pferd? Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Okay, okay, okay. Okay, entscheid du, soll ich entscheiden? Nee. Ich würde sagen, die Leute entscheiden, wer hier den besseren Ferrari gemalt hat. Okay? Ja, ja. Ich würde sagen, wer macht das bessere, weil wir auch eine Garage haben, Fahrrad. Ja. Ja? Oh. Wer macht das bessere Fahrrad? Lass mal ein Speedding machen. Lass ein Speedding machen, okay? Ein Speedding? 20 Sekunden und los! Wieso denn 20 Sekunden? Ja, was hätte ich jetzt gesagt, oder? Ein bisschen mal schneller. Okay, ja gut, okay. Ab jetzt 20 Sekunden. Oh mein Gott, okay. Du hast ja nicht gesagt, was für ein Fahrrad. Das kann auch ein Rennrad sein, oder? Das kann auch ein Rennrad sein, klar. Hier, oh nein, so. Ey. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt eine sehr, sehr doofe... Oh, was habe ich gemacht? Okay, fertig. Okay, ready und los. Nein. Hallo. Nee. Erkennst du das Fahrrad? Diese alten Fahrräder aus dem Mittelalter, weißt du, wo ein Reifen größer war. Ich kenne das, ja, ich kenne das. Nee. Guck mal, ich habe sogar eine Person drauf. Nee. Ja, der hat sogar Spaß, sehe ich gerade. Sehr cool. Der hat richtig Spaß. Sehr, sehr cool. Das war nicht schwer, das war nicht zu malen. Das war ein weißer Hintergrund. Das ist deine Lehrerin. Hey, das ist deine Mom. Weil wir so ein großes Haus haben, kann es auch sein, dass es da irgendwelche Gefahren gibt. Deswegen, wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, ja, kriegen wir hin. Wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, alles klar. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie sieht denn der aus? Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, ich glaube... Ja, ich komme langsam dahinter. Boah, ich habe voll vergessen, wie der aussieht. Ich habe vergessen, wie der Mund aussah. Hab ich auch ganz vergessen. So... Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ganz wichtig hier das ganze Ding so ein bisschen anmalen, ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man das hier so ein bisschen anmalt. Auf Zack, oh ganz mein Gott, Alter. Easy peasy. Ich muss auch sagen, eigentlich bin ich auch ganz zufrieden. Oh, also, naja, gut, okay, so, der sieht eher aus, ich will nichts Falsches sagen, aber als hätte der was Falsches getrunken oder sowas, glaube ich. Ehrlich? Ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen zu viel Apfelschorle, sagst du? Okay. Ja, der hat irgendwas Komisches, Falsches getrunken, das siehst du gleich an den Augen. Das sind eher so Perleraugen von Mr. Krabs Tochter. Oh nein. Okay, so, ich habe mein Huggy-Wuggy jetzt eigentlich ganz gut hinbekommen, glaube ich. Okay, ja, ich bin fertig. Bist du schon ready, oder was? Ich bin fertig. Und zeigen! Zeigen! Zack! Wow! Oh, krass! Deiner sieht ja richtig krass aus. Guck mal, meiner hat eine Flagge, da steht Hunger und der hat noch so ein Strick, ne? Das wäre die Schuhe. Ey, ja, ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wollen wir als nächstes malen? Okay, wer kann den besseren Vogel malen? Und du hast nur 20 Sekunden Zeit und die Zeit. Oh Gott, und los! Beginnt jetzt! Oh mein Gott, okay, Vogel. Zack, zack. Okay, ich war ein bisschen. Den hier, zack. Ich mach die Oldschool-Taktik. Den hässlichen meinst du? Den hässlichen, das hässliche Vöglein? Nein. So. So, machen wir hier nochmal Audio. Okay, ich bin fertig. Bist du schon fertig? Ja. Wie schnell wir zeigen, bist du fertig? 20 Sekunden. Ja, kurz noch, 5 Sekunden. Zeigen. Okay, ich bin ready. Ich bin ready. Zeig her da deinen Vogel. Und ich habe ganz viele Schwarmvögel. Oh, Wie schnell hast du ein bisschen gerade einen Vogel gemalt?
Bro, ich bin eine Maschine. Was? Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht. Alter. Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht, ne? Alter, der ist ja richtig krass. Warum, wie hast du es so dicker, dicker bekommen? Ja, du kannst irgendwie dicker einstellen von der Stimmbreite. Jetzt nochmal, machen wir nochmal, wer malt den besseren Burger? Wir müssen ja auch was krasses essen. Oh, ja, ja, okay, hast du recht. So, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, machen wir mal den. Oh mein hier. Gott, der wird so perfekt. Oh, mein Burger wird perfekt. Du hast wahrscheinlich so einen vergammelten Burger. Diesen einen, den SpongeBob mit sich die ganze Zeit rumnimmt. Boah, das wird so eine perfekte Sache jetzt hier werden. Zack. Das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig, was ich jetzt hier mache. Okay. Ja, ich bin bisher auf jeden Fall ganz zufrieden. So, dann kommt das hier. So, das ist jetzt auch richtig wichtig. Alter, das sieht ja so gut aus. Wird so krass, oder was? Ja, extrem. Oh, wenn das mal kein fetter Burger ist, Alter. So, okay. Ey, das ist ja so ein guter Burger. Hier auch nochmal. So, also ich würde sagen, doch. Was, bist du schon fertig? Nein. Ich muss sagen, doch. Echt? Okay, nicht schlecht. Oh mein Gott, das ist so ein wichtiges Detail, was dein Burger aus den Socken hauen wird, ne? Das ist jetzt okay. So wichtig gerade gewesen. Bist du ready oder was? So, warte. Okay, ja, ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go! Yeah! Yo. Oh, was? Deiner sieht auch nicht schlecht aus, Alter! Ah, das auch wichtige Details, okay. Ja, ich hab einen Cheeseburger, was hast du für einen? Mit so roter Soße dazwischen? Ich hab so einen Triple Cheeseburger mit Tomaten dazwischen. Okay, auch nicht schlecht, ja, sieht gut aus. Okay, nicht schlecht. Wir schlagen uns gleichzeitig, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, wer macht die besten Pommes? Oh! 3, 2, 1, go! Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich hab da nämlich direkt schon eine richtig gute Idee. So, dann ist hier auch ganz, ganz wichtig. Ja, das wird eine gute Sache jetzt hier werden. So. Ja, okay. Und jetzt wichtig nochmal hier einmal so. Das keine krassen Pommes. Okay, 3, 2, 1, go! Alter, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da oben bei deiner Frisur los? Ich weiß auch nicht. Ey, aber sieht cool aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Warum ist das 3D geworden, hä? Ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, es ist 2D. Alter, das ist aber auch viele Pommes. Okay, hatten wir auf jeden Fall dieselbe Idee, muss ich sagen. Ja, ähnliche Idee, ja. Safe. Ganz, ganz ähnliche Idee. Lass uns machen als Finale. Wer malt den besseren Kuchen? Okay? Oh, okay. Kann alles sein. Also ist egal was. Okay, dann würde ich sagen, let's go! So, ich jetzt auch hier schön einmal einen deftigen Kuchen, sondern hier ganz wichtiges Detail jetzt hier gleich. Schon mal nicht schlecht, also schon mal der Boden, ne? Der Kuchenboden. So, was kommt da noch rauf? Ganz wichtiges Detail ist hier gerade auf jeden Fall gewesen. Okay, jetzt kommt hier schön Zuckerguss drauf oder was machst du da schon drauf? Einmal so richtig. Was ist dein Lieblingskuchen? Boah, Schokokuchen muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ne, ist lecker. Schokokuchen ist echt das allerbeste. Sehr lecker. So. Oh. Sagt ja, meiner ist auf jeden Fall eine Gewalt. So, dann kommen hier noch ganz wichtige Teile raus. So. Okay, auch ganz wichtig. So, ich mache gerade ganz wichtige Sachen. So, okay, also, bist du fertig? Zack. Ich würde schon sagen, ich bin fertig. Dann zeig mal her! Warte, ich bin noch nicht so weit. Zeig her! Ja, okay, komm, ich hol raus hier. Und das ist er! Was? Boah, deiner sieht auch krass aus. Alter, deiner ist ein Geburtstagskuchen. Ja, Alter, heute nicht schlecht gewesen. Hey, richtig gut gemalt. Sehr gut! Hey, was machst du da? Warum sitzt du da, Kaspar? Was machst du? Ey, hier auf dem Zettel steht drauf, ich werde dich nach der Schule verprügeln. Hä, was? Was? Hä? Ja, da ist so ein Mobber in der Schule, der will mich ärgern nach der Schule. Oh nein, wir haben so einen Schulmobber jetzt hier, ne? Guck mal, ich habe auch Angst vor dem. Oh nein, guck mal, Jimmy ist klasse, er ist Jimmy. Überhaupt nicht verlassen, dein ganzes Mittagsgeld gehört mir. Oh nein. Was? Ich will nicht mein Geld abgeben. Ich auch nicht. Okay, weißt du was? Ich glaube... Lass uns mal lieber aus der Schule abhauen, ne? Ja, bevor jetzt Jimmy, der Jimmy kommt. Oh! Hey, Kleiner, wo willst du denn hin? Oh Gott! Der sieht ja richtig eklig aus. Okay, ich glaube, wir müssen das hier nach... Buckel. Ja, ich weiß. Komm, wir müssen jetzt hier nach oben gehen, ne? Mach auf das Ding. Ist ein Schlüssel. Schlüssel? Warte mal.
Nee, doch kein Schlüssel. Was? Doch kein Schlüssel. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen auch die 10 okay. Geldscheine finden, ne? Zack, Geldschein Nummer 1. Geldscheine, ja? 10. Ja. Oder müssen wir nicht die Toten. Ah ja, stimmt, 10 Geldscheine. Und was ist mit Totenköpfe? So, ah, nee, drauf die Tode. Die Tode werden genau, gezählt. Genau. Ah, jetzt kann man ihn auf jeden Fall nicht cheaten, ne? Nee, ich sag dir ja, wenn ich das hier durch habe, steht unten rechts 0, ne? Was nur so gesagt das glaubst haben. Ja wohl selber nicht. Das glaubst du wohl selber das nicht. Das glaubst ja wohl selber nicht, dass da 0 steht, Bro. Guck mal, das Ding ist, jetzt haben wir. Machen wir auf das Ding jetzt hier, ja. Jawohl. So, was denkst du, wir werden alle Geldscheine finden? Cool. Das haben wir, glaube ich, noch nie natürlich geschafft. Werden wir alle Geldscheine finden. Was da! Ist hier? Oh. Da ist der zweite. Oh mein Gott, guck mal da, der Jimmy, da greift er durch. Alter Jimmy, der will uns hier echt wirklich holen. Er sieht echt Alter, der, aus hier, der ne? Der hasst uns. Der hasst uns. Der hat wirklich auch irgendwelche. Uns. Oder irgendwelche Probleme. Ey! Ja, so schnell ging's da schon, ne? Eins steht da jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die gehen ja runter. Das war so knapp. Aber warte mal, da sind, das war gerade richtig knapp, ne? Ich dachte, es bleibt so stehen. Okay, weiter geht's. Pass auf die Bleistifte auf. Ich sag dir, ne? Gar kein, durch hier. Gar kein Thema, Bro. Gar alles kein entspannt. Problem für die. Oh alles, mein Gott. Alles easy peasy. Oh mein Gott. Bro, du bist schon zweites Mal. Schon drittes Mal jetzt. Die Bleistifte haben mich berührt gerade. Du hast schon 3 Tode. Bro, okay, das mehr als 3 habe ich aber schlecht. Nicht. Mit Ansage, mehr als 3 bekomme ich nicht. Doch, doch, doch. Du bist safe. Du hast recht. Das war gerade die 4. Das ist nicht dein Ernst. Oh, wie kann ich denn da runterfallen? Sag mal, ich bin gar nicht ganz bei mir, glaube ich. Wie kannst du denn jetzt schon so oft draufgehen? Wie geht denn das? Ja, weil ich Angst vor Jimmy habe. Dich will er nicht verhauen. Er will ja nur mich verhauen. Okay, nicht, okay, okay. Guck mal. Hier ist noch ein Dingens. Das ist gar nichts, Bro. Das ist ein Prank, das ist ein Prank. Aber hier ist auch nirgendwo noch ein Dingens, oder? Ein Geldschein. Ich hab 3 von 10 jetzt. Wie viel hast du? Ja, 3 von 10. Alter, die Stifte verschwinden sogar, sehe ich gerade. Oh, ja, moin. Okay, weiter geht es hier mit dem Buch. Ja, so. Los. Mann, ey. Ich dachte, das siehst du nicht. Oh mein Gott, guck mal, hier ist er in einem Spind eingeklemmt. Hilfe, Alter, wer ist das? Hilfe. Das könnte auch einer von den Rainbow Friends sein, ne? Weil übrigens boah, kommt das zweite Kapitel am Freitag raus. Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt. Es wird richtig verrückt, ja. Das werden wir sofort, Leute. Deswegen liked und abonniert, um das nicht zu verpassen. Ja, ja. So, jetzt hier. Okay. Schön vorbeigehen. Wow, okay. Okay. Glaubst du, hier ist irgendwie noch so ein Geldschein mitten im Spind drin? Ich habe auch gerade genau dasselbe gerade gedacht, aber ich glaube. Sein, ne? Guck mal, auch da oben, wie Jimmy da durchgreift, Alter. Der ist schadet ja wirklich, nicht. Oh mein Gott, wenn Jimmy dich berührt mit den Händen. Alter, ich habe immer noch 0 Tode, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Immer noch 0 Tode. Du bist halt auf jeden Fall Obby-King am Start, merke ich schon. So, ich heute fühle ich es auf jeden Fall richtig, ja? Ja, warte ich mal. Bin noch ein bisschen erkältet. Ey, wie fies der einfach hier hinter versteckt ist. Das ist ja unnormal. Ja, ich nie was erdenkt. Bro, wie kommst du denn da rein? Ich bin wieder was machst du denn? Was machst du denn da oben? Ich muss wieder 10 Jahre warten. Guck mal hier, Abholung und Platzierung von Schreibtischen. Ah. Oh, ich glaube nicht, dass du dir groß was holen kannst. Oh. Ich glaube nicht, dass es so geht. Oh, okay, so geht das. So, easy Checkpoint. Wo ist hier ein Schein? Ist da locker noch ein Schein über irgendwo, oder nicht? Zack. Okay, ich hab jetzt. Sieht so aus. Zack. So. Ablegen. So, okay. Und ich bin drüben. Alles entspannt. Hier ist der Schein. Habe ich auch eingesammelt jetzt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir das hier nehmen, um da raufzukommen. Okay. Müssen noch weitere Sachen machen. Stimmt. Aber das ist ja easy. Du brauchst ja original nur 2 Tische oder 3 Tische oder sowas, um da hoch weiterzukommen. Und wie viele Scheine hast du jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt gerade. Doch, 4 Scheine. 4 von 10. Was machst du noch hier? Du bittest um eine Niederlage, sagt er. Okay, jetzt haben wir hier gerade 2 coole 4 Scheine. Oh mein Gott! Oh oh. Da ist er, da ist er! Drück den Knopf! Ja, drück den Knopf! Ab. Ist okay, weiter. Oh ja, Gott. Sehr ja, ich hab immer noch 0 Tode, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Alter, du Maschine. Ja? Ach, ich hab Lava, nur ne? Eine einzige Sache. Ne? Bei welche? Hier, so, ob du den Geldschein da eben eingesammelt hast. Den Geldschein? Ja. Wo? In dem Raum eben. Unterm Knopf. Unterm Knopf? Wie viel Geldschein hast du? Du müsstest 4 von 10 haben. Das guck ich jetzt kurz nach. Da ist keiner. Da ist keiner. Ey, du bist so frech, ne? Frank! Du bist da war wirklich einer. Da war wirklich einer, Digga. Jetzt re-rap, ich hab 5 von 10. Guck doch. Ich sehe da nichts. Na gut, dann hast du ihn noch eingesammelt, okay. Ey, unglaublich, ne? Das ist wirklich frech. Dann hast du ihn eingesammelt, Digga. Nein, das ist wirklich frech, Digga. Das Bro, ist ich wirklich... hab 5 von 10. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du? Das ist... Hä, ich hab 4 von 10. Ja, weil da einer war. Ich wusste, dass du ihn nicht gesehen hast. Wo denn? Bro, in dem Raum eben. Da war keiner. Na gut.
war da vielleicht keiner. Vielleicht aber auch doch. Da war einer. Da war voll verwirrt. Da war keiner. Oh mein Gott. Radiergummis. Achtung. So. Ich sagte, da war safe keiner. Bro, ich sage dir, ich verspreche dir, du kannst vielleicht null Tode haben hier bei der Obby. Als Obby-King hier aus der... Als Obby-King hier aus der Runde rausgehen. Aber alle Geldscheine kannst du jetzt nicht mehr finden. Doch. Alle 10. Nein. Oh mein Gott. Nein, das geht nicht. Hä? Das war keiner. Bro, da war einer. Ich hab 5 von 10. Schwörst du? Ich schwör. Auf was? Weiß ich auch nicht. Auf meinen Roblox-Account. Boah, das ist ja nicht so heftig. Was für nicht so heftig, Digga? Das ist heftig, anders heftig. der hat nicht mein Profilbild. Ich weiß auch nicht, wieso. So, jetzt muss ich hier an den Spinnen vorbei. Irgendwie verschwinden die Spinnen immer. Die fallen immer runter. Ja, du musst aufpassen. Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Oh mein Gott, Alter, hier so, schnell Stift hoch. Achtung. Ich habe auch lange keinen Geldschein mehr gesehen. Ich glaube, da war vielleicht wirklich einer. Ja, ich habe auch lange keinen mehr gesehen. Oh mein Gott, guck mal, da ist er. Er will uns hauen jetzt hier, der Jimmy. Da hinten ist Schnodder er. Schnodder Jimmy. Oh, wie eklig der auch aussieht, ne? Sieht aus wie du in 5 Jahren. Gar nicht. Mit Pickeln und allem. Wahrscheinlich. Ich hatte nie viele Pickel früher in der Kindheit. Ey, warum kommen jetzt keine Geldscheine mehr? Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ja. Tja, hättest du mal den 5. eingesammelt eben. Den gab's bestimmt gar nicht. Den gab's nicht. So. Den gab's auch nicht. Oh mein Gott, ey. Geldschein kommen, bitte? Ich hab immer noch. Ist jetzt echt ein bisschen komisch. Das ist langsam echt komisch. Also kann jetzt mal vielleicht der 5. jetzt mal kommen? Ja, oder der 6. ne? Für die einen den 6. für den anderen den 5. Hey, hier ist der. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich 5 von 10. Niemals, Digga. Wo soll der denn hier versteckt sein? Bro, du Pranker. Ja, absolut. Locker hast du 5 von 10. Nein, hier war halt wirklich gar nicht. Ich guck dir auch die ganze Zeit rum. Ich frage mich auch gerade, wo die ganze Zeit so ein Geldschein ist. Locker da drüben. Boah, Alter, guck mal, was sind das für krasse Bleistifte? Ich habe noch 0 Tode, ne? Das ist so krass. Echt eine Maschine? Geh mal runter durch. Mach ich doch schon. In Angst hast du bist. Gehst du da ganz schnell runter durch. Wo sind denn jetzt hier die Geldscheine? Das kann doch nicht sein. Guck, musst du reinspringen. Wer traut sich weiter? Oh, das war so close, Digga. Oh mein Gott. Das Ding bei dir schon, Alter, da ist. Bei mir ist das Ding noch nicht da. Das flitzt direkt los. Oh mein Gott, nein. Oh. Hey. So, jetzt. Oha, das war so knapp. Das wirst du niemals schaffen. Genau 10 Tode, ne? Ich hab genau 10 Tode. Das wirst du niemals schaffen. Es ist immer noch kein Geldschein. Bro, das ist doch übel easy. Sind die in der Schule einfach arm gegangen oder ist das passiert? Ich glaube, das ist, weil Jimmy das ganze Essensgeld geklaut hat. Ich glaube auch, ja. So, jetzt hier schön vorsichtig. Das ist ja easy hier. Das ist für uns Obby Kings kein Problem. Ich weiß, da musst du aufpassen. Hä? Guck mal, hier oben ist so ein Knopf. Verlassen? Achso, wir müssen ihn drücken da hinten. Okay, ich beeile mich. Oh Gott. Gedrückt, okay. Du kannst ihn sehr, sehr weit drücken. Oh Gott, okay. Auf einmal bewegt sich das. Immer noch kein Geldschein. Hä, Bro, jetzt langsam wird's komisch. Pass auf, die Spinde fallen runter, glaube ich. Ja, immer, jedes Mal. Boah. Ja, hier ist ein Geldschein. Wow, 5 von 6. Das ist Ultra-Versteck hier hinten. Wow. Jetzt hier, Trampolin, Bahn, Alter, ich bin Spirale. Richtig nervös. Ich bin richtig nervös gerade, weil ich noch 0 Tode habe, ne? Boah, das heißt, ich habe 11 Tode schon, ne? Bei mir ist mittlerweile abgeschrieben. 11 Tode? Ich bin heute kein Obby-King, der gibt Kugeln an dich. Ja, leider. Ey, ich glaube, ich habe echt einen übersehen, ne? Ja, hast du auch. Dafür. Oh mein Gott, Bro! Alter, ich werde dich fangen. Alter. Komm hinter dich. Oh. Warte mal, kommt der da angepisst? Aber locker Geldscheine irgendwo. Jimmy. Locker Geldscheine irgendwo. Oh Gott, Bro, den mag ich gar nicht, Alter, wie der auch aussieht. Der hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay, bei mir ist aufgegangen. Ist auch nicht im Badezimmer einer? Nein, im Badezimmer ist auch keiner. Okay. Wir kämpfen in der Pause, Kind. Guck sei mal. Da oder sei quadratisch. Okay, Alter, wer ist das denn? So ein Noob, der hat auch Angst. Ne? Das sind wir. Wir sind voll die Angsthasen. Guck Alter, warum sehen wir denn so hässlich aus? Aha, übersehen. Oh, so Pranker, Alter. Das ist doch original gar nicht. Ich hab gerade mal 6 von 10, das kann nicht angehen, Alter. Ich hab 7 von 10. Weißt du, was ich glaube? Meine Theorie. Was denn? Dass es gar nicht 10 Stück gibt. Dass die Leute einfach nur öfter spielen. Ja, wahrscheinlich. Man programmiert das Spiel und macht dann nur 3 von 10, aber schreiben eine 10 hin, wahrscheinlich. Ja, damit die es nochmal spielen, damit die probieren, den zu finden. Aber das gibt's gar nicht. Ja, ist clever. Ja, ist clever, ja, wäre smart, aber... Hey, ist immer noch kein Geldschein, sehe ich gerade, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben einfach Geldschein, hallo. Ja, du hast halt auch nur 6, Bro, du kannst eh nicht mehr schaffen, ich habe 7 von 10.
Du hast nicht 7 von 10. Nein, aber natürlich habe ich 7 von 10 die ganze Zeit schon. Der war unter dem Lift, Bro. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Unter welchem Lift? Da, wo ich meinte, da, wo der Bulli drin war, wo du zweimal reingegangen bist, um zu gucken, da war der auf jeden Fall drin. Da war aber nichts mehr. Bei mir war der da. Ja, schaffst du aber jetzt doch den Sprung hier? Nee, ne? Nee, ich muss ihn leider nochmal machen hier jetzt. So. Schnell laufen. Oh mein Gott, das war gerade so knapp mit dem Basketball. Oh mein Gott, Bro. Ja, so knapp. Easy. Guck mal, wie ein Profi. Habe ich hier Geld übersehen? Oh mein Gott. 8 von 10, wichtig. Okay, so schaffst weiter du's? Geht's. Da. Ja, Basketbälle kommen. Basketbälle kommen. Okay, weiter geht's. Als ob du draufgegangen bist. Bro, beim letzten Ding. Beeilung, Beeilung. Ja, Mann, ey. Wahrscheinlich. Deswegen sagst du auch so Beeilung, damit ich den nicht sehe. Ist das okay. Wie viel? 8 von 10. Du? Das ist 7 von 10, ne? Oh mein Gott, wo hast du denn 8? Guck mal. Oh Gott, der Mobber. Der Mobber. Wir treffen Lass uns mir deine Geschichte. Ich war einmal ein Verlierer, wie du, sagt er, bis ein Mobber sich mir näherte. Mobben macht man nicht. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich kein Geld hatte, aber es war ihm egal. Damals. Aber ist das ein Grund, andere zu mobben? Nein. Er hat mich in den Sand getreten, mit einem echt krassen Kick. Ja, und während ich dort saß und weine, war alles, was er tat, Lachen. Was? Wie kann man so unkorrekt sein? Ich entschied, dass ich nie wieder gemobbt werden würde. Deswegen wurde er zum Mobber. Ich habe trainiert, um stark zu werden. Voll die Maschine, Alter, guck mal. Alter, dich rechts, krass. Rechts, 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 links, links. Die Leute würden mich nicht mehr erwischen, sagt er. Boah, voll die Maschine geworden, der Typ. Voll die traurige Story. Wow. Yo. Und dann wurde er stark. Aber der braucht echt In diesem Moment wusste ich, ne? Dass ich der Alpha-Mobber sein sollte. Der braucht echt eine Zahnspange. Alter. Und jetzt muss er uns verprügeln. Oh mein Gott, wieso denn aber uns, ey? Was haben wir dir getan, Mann? Bitte nicht. Hör auf zu mobben, du Mama. Bitte nicht, ich hab noch 0 Tode. Oh ja. Ich seh's schon kommen. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, hier ist noch, hier ist noch ein Geldschein. Oh mein Gott. Und ich hab ihn geholt. Ich auch. Hast du ihn schon? Bro, der hält ja alles. Oh mein Gott, der hat keine Chance. Der hält gar nichts aus. Das ist richtig schlecht. Große Klappe, aber nichts dahinter, sag ich. Muss aufpassen, ne? Ja, ich weiß, muss aufpassen. Da heult der direkt. Juhu! Ist so, Alter. Komm, wir gehen raus hier. Aber ist jetzt hier noch der letzte Geldschein? Ich habe 9 von 10. Wie viel hast du? Du hast 9 von 10? Hinter dir war noch einer in der Ecke. Hinter dir war noch einer in der Ecke. Ja, ich habe 8 von 10. Bro, du übersiehst halt alle auch, ne? Gibt's doch locker noch einen, Bro, als wenn wir wirklich einen übersehen haben. Ich habe wirklich 9 von 10. Also, als ob ich den übersehen habe. Ja, der hat es echt übersehen, ja. Da, wo ich meinte. Back to start. Wo ist das? Ey, ich habe noch 8 von 10. Back to start hier. Ah ja, okay. 8 von 10, ja, ich hab 9 von 10. Einer liegt hier locker. Ich hab ein Abzeichen bekommen, weil ich 0 Tode hatte. Hier ist halt echt kein Geldschein. Oh mein Gott, das ist hier in der Ecke, Alter. Hier ist hier. Ah. Ey, du Prank, Alter. Mann, ich hätte gerne alle Scheine eingesammelt. Verdammt. Oh Gott. Verdammt, ich finde auf jeden Fall auch keine mehr, leider. Oder war der hier noch, der Geldschein? Nee, ne? Nee, aber da vorne ist Steve. Siehst du Steve? Guck mal. Ich sehe Steve. Oh mein voll Gott, krass, sieht voll gut aus. Na gut. Leider nicht geschafft, Kaspar. Schade. Ciao, ciao. Hey, du da oben. Hey. Komm runter hier und zwar sofort runtergesprungen. Okay. Warum? Ich hab doch nichts verbrochen. Doch, du wolltest da oben die ganzen Kekse klauen, ne? Ich hab dich genau gesehen, das sind meine Kekse. Das wollte ich gar nicht machen. Natürlich wolltest du das. Guck mal, da lecker. Wo sind wir hier? Warum zeigen zwei Pfeile auf diesen Ausgang jetzt hier drauf? Na gut, dann muss es hier wohl. Jo, dann muss es hier wohl der richtige Weg. Guck mal, ein Bild von dir? Bist du das da? Ein Bild von mir. Wo ist. Ja. Ey, das ist. Nein, das ist ein Bild, glaube ich, von dem Typen, der hier drin wohnt von oder so. Billy? Oder? Das ist, glaube ich, dieser Grusel-Billy, ne? Ich habe eine Idee, was wir machen können, glaube ich. Wir können jetzt hier durch die Tür gehen. Oder am besten. Anmachen? Ja? Ein Abzeichen. Ja, genau. TV-Station. Und du hast TV es nicht. TV-Station. Und zwar, wir müssen, glaube ich, anscheinend hier die Pfeile befolgen oder so, ne? Die zeigen uns den Weg nach draußen. Da unten die neuesten iPhones. Sonst wollte ich sowieso schon mal haben. Guck mal. Aber musst du überhaupt nach unten? Wozu ist die Leiter jetzt hier gerade am Start? Oder? Oh mein Gott, dafür ist die Leiter am Start. Wofür? Richtig cool. Was hast du gemacht? Das ist richtig gut, Alter. Zeig mal, warte mal, ich komm hoch. Alter, musst du einfach in dieses Bild reingehen. Als wenn ich dich da oben nicht stehen sehe. Als wenn ich deinen Rücken nicht gesehen hätte. Wozu soll die sonst da sein, die Leiter? Mann, ey. Wenn du siehst, was ich hier habe. Hey, okay, warte mal, das ist trotzdem cool. Ich will auch dahinter gehen. Wie cool ist das denn? Alter, nein. Das willst du nicht! Nein! Du hängst fest! Hilfe! Zum ersten Mal kriegt jemand Karma dafür, dass der einfach sowas gemacht hat, ne?
Was soll ich jetzt machen? Ich hänge hier nicht fest. Ja, du kannst nichts machen. Hast Pech gehabt. Hallo. Kannst du mir mal bitte an mein Haar ziehen oder so? Du musst mich rausziehen. Hier, ganz in der Ecke hier oben. Vielleicht. Mal gucken. Ich überleg's mir mal. Ja, kommst du da hoch? Kommst du da hoch? Ja. Weiter. Nee, geht nicht. Du musst, glaube ich, einmal dingsen. Oh, dich zurücksetzen. Okay, hier müssen wir jetzt anscheinend an den Dings vorbei. Ist ja auch gerade oben. In 13 Minuten gibt's einen kostenlosen Spielepass, den wir dann bekommen, ne? Bei mir schon in 5 Minuten. Was? Ja, okay. Ich hab das vor dir, weil ich cooler bin. Okay, komm, hier geht's weiter. Wir müssen jetzt hier durch die Tür, glaube ich, durchgehen, ne? Bis jetzt auf jeden Fall eine echt extrem leichte Obby. Also ich weiß nicht, wie man hier draufgehen könnte. Ja, wirklich für Babys. Also, da muss man richtig schlecht sein. Abnutzen kann. Oh. Ja, ich weiß. Lachen, als würde ich das glauben. Ey, du bist geschubst gerade. Du bist einfach draufgegangen. Wie schlecht war das denn? Nicht. Du hast geschubst. In so einer Baby-Obby. Obby, was sogar Babys mit Füßen spielen können. Die spielen die mit den Füßen. Doch, natürlich. So, guck mal hier, ganz easy rüber. Und hier geht's weiter. Denk dran, wir müssen... Oh, warte mal, was ist hier? Ist eine andere Tür. Lol. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Lol. Man hat zwei Wege oder so? Was ist denn das? Aber wieso, was hast du für einen Weg? Ja, hier war noch die eine Tür. So. Hä, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Kann man auch lang, oder was? Ja. Wahrscheinlich. Ja, die Tür war auf, das hab ich gesehen, ne? Ja. Okay, dann lass dir den Pfeil weiter folgen. Jawohl, ja! Ja! Das war leider ein falscher Weg, aber ich glaube, hier ist jetzt richtig, ne? Mal gucken. Ja! Der Ausgang. Und raus hier. Oh mein Gott! Hinter uns! Da ist der Billy! Perfekt, Billy! Billy ist voll schnell. Ich mag dich nicht! Oh oh. Vor allem auch voll, hat voll die Knopfaugen. Au! Rein hier schnell! Au! Alter! Du hast hier runtergeschubst. Hä? Du kannst jetzt mal laufen. Ich wurde nur runtergeschubst. Ja, ich bin halt nicht zu blöd zum Laufen, ne? Du hast wahrscheinlich der goldene Schlüssel. Ich hab ihn. Aber wofür? Wofür ist der? Hä, um die Tür hier zu öffnen, oder nicht? Ich wusste, dass hier was ist! Warte mal, ich höre jemand laufen. Wer ist das, nur die Frage? So, locker Billy hier drüben, oder Billy, nicht? Zeig dich! Billy, wo bist du denn? Zeig dich doch, Kollege. Er zeigt sich ja nirgendwo, was soll das? Ich weiß auch nicht, der läuft, der stolziert hier aber irgendwo rum. Ich habe auch das Gefühl, dass der Handwerker ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er Handwerker ist, ne? Billy. Da hier auch so Werkzeuge rumliegen. Ey, du bist ja wirklich... wieder geschubst. Du bist einfach voll ein Baby. Du hast schon wieder geschubst, was soll das denn? Du bist ein Baby, mehr bist du nicht. Einfach ein bisschen ein kleines Baby. Da ist er! Da ist er! Baby. Oh nein, Billy. Billy. Komm, der holt dich jetzt. Der holt dich jetzt, Alter. Billy. Mann, ich bin doch schon längst raus aus dem Raum. Oh. Schon lange raus. Schnell, mach die Tür auf. Er kommt Alter, ich brauch den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel, ich hab den nicht genommen eben. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Warte, ich geh zur Tür. Ja. Wir sind jetzt in irgendeiner ganz, ganz komischen Welt gerade. Alter, das ist so eine komplette Neonwelt oder so, ne? Wow. Oh mein Gott, ich bin schnell. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin richtig schnell. Wow. Alter. Alter, hier von Planet zu Planet oder was? Hä, was geht hier ab, Alter? Was ist das für eine krasse Welt? Voll die krasse Welt. Wo hat denn Billy uns hier reingeschubst? Ich fühle mich hier wie in so einem Traum oder sowas, ne? Ja, also fühlt sich auch an. Und hier geht's weiter. Oh nein, ich hab's nicht. Hä, was ist denn? Hä? Hattest du doch recht? Hä, natürlich hab ich recht gehabt, Bro. Was denkst du denn? Das kann doch gar nicht mit Bandos lang gehen. Du Noob. So. Gar nicht. Obby-King. Echt, Obby-King. Hier schön. Achtung. Oh Gott, nein. Ja, aufpassen. Oh Gott, was nein. Was sind das? Hey, was sind diese Blasen da? Können wir die berühren? Und ja! Alter, wo bin ich rein? Ich bin irgendwo rein. Yo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Alter, wo sind wir jetzt hier gerade? Guck dir das mal an. Das sieht voll krass aus. Oh mein Gott. Bloß hier die Lava fallen, Kaspar. Alter, wie bin ich denn jetzt? Ey, wie schlecht bist du? Ich bin hier drüben. Wie schlecht bist du? Hey, da war die Luftblase kurz weg. Du Lusche! Du bist doch zweimal draufgegangen. Was laberst ja, du? Ja, und? Trotzdem bei so einer Pipifax-Aufgabe, wo du nicht mal was machst. Nochmal! Digga, was ist denn da los? Was ist denn da jetzt los, hä? Nein! Nicht. Ich hab's doch gerade schon wieder gehört. Ja, das war der andere hier. Das kann ich nicht glauben. Nein, das warst du. Ja, das war der andere. Oh mein Gott, dreimal gerade. Die komplette Ehre weggegeben.
Das war der andere. Ich weiß nicht, wovon du redest jetzt hier. Digga, Ehre ist dir wirklich genommen worden. Du darfst dich Omni-King nicht mehr nennen. Ja, tu dich auf jeden Fall auch nicht. Du bist hier als erstes dreimal draufgegangen. Ich bin nur zweimal draufgegangen. Du bist dreimal draufgegangen. Du bist dreimal draufgegangen. Hau rein jetzt. Ich fahr jetzt allein mit meinem Fahrstuhl. Hau ab! Geh weg! Ja! Was geht? Ich guck mal hier unten durch. Oh, kostenlosen Spielepass habe ich jetzt. Jo! Was kannst du damit machen? Oh mein Gott, das verrate ich dir nicht, was ich bekommen habe. Ah, jawohl! Ich krieg meinen erst in 8 Minuten. Warum kriegst du denn nicht schon vorher? Pech gehabt. Ich hatte nämlich das hier. Yo! Hat ja super funktioniert. Er ist weg, ne? Er ist weg. Einfach 15 Minuten gewartet. Nicht dein Ernst. Okay, und warum nicht mein Ernst? Der ist natürlich noch da. So frech. Oh mein Gott. Was war denn das? Oh nein, schnell. Okay. Dann werden wir voll zerquetscht. So, bei dem Ben musst du leider anscheinend ein bisschen warten. Du bist ja da hinten immer noch. Bam. Ey, warte, ich verbringe ein bisschen Zeit, ich Na mag los, die Steine. Alter, ich bin hier schon am Grillen, ich bin hier schon am Pakete ausladen. Ich bin ein Steine-Fan. Ja, nur weil du dieses Boost-Ding hast. Gar nicht, ich bin einfach nur mega schnell. Ja, das meine ich doch. Sehr gut. Weißt du, was jetzt hier kommt von oben? Eine Kugel, ne? Oh, ja. Guck mal, was ich mach. Alter, das ist so unfair. Guck mal, ich kann sogar hier einfach hoch und ich komme wieder hoch. Ich kann hier einfach komplett hoch und runter laufen, Digga. Die Kugel kommt bei mir nicht. Wieso kommt die bei dir nicht? Und oben, sag ich nur, ne? Nein. Oh mein Gott, das war so knapp jetzt gerade. Weil ich ein Profi bin. Profi, sagt er. Mann. Weil er ein Profi ist. Du meinst eher ein Noob. Mehr nicht. Was für Noob? Guck, nochmal drauf gegangen. Ich bin aber schneller als du, obwohl du nicht. Und du bist nochmal drauf gegangen. Ich bin gar nicht mehr drauf gegangen. Hier, ich bin einfach schneller als du, obwohl du mit so einem Ding hast. Ist auch voll schwer mit so einem Ding, weil das Ding viel zu schnell ist. Na, Kassa, wo bist du denn? Du holst mich auf jeden Fall nicht ein. Natürlich hol ich dich ein. Du holst dich nicht ein, obwohl du so ein Ding hast, Alter. Natürlich hol ich dich ein. Da bin ich Nein! Da. Nein! Keine Chance hast du. Guck mal hier, eine Bazooka. Ja, ich bin zuerst hier drin im Dingens. Und ich bin schneller als du. Yo! Oh, der hat voll das Schutzschild. Alter. Er hat mich geholt. Hä, echt? Ja? Boah. Oh mein Gott, hau ab, Kollege! Bam! Ey, der hat mich auch geholt! Ey, der holt ja einen One-Hit! Ich weiß. Dann hat er wieder volles Leben. Nee, ne? Oh. Ehrlich? Bin mir nicht. Ja. Er hat 300 Leben. 100! Und er ist so, ich hab ihn! Sehr gut! Ey, meiner guckt einfach völlig in die falsche Richtung gerade. Oh mein Gott. Tja, meiner nicht, Kollege. 300, 100, BAM! Ich hab's geschafft vor dir. Ich auch. Ich bin der Erste bei der Rutsche oben. Ich bin viel cooler als du. Guck mal, ich bin hier der Erste oben bei der Rutsche. Gar nicht. Woohoo! Ich bin schon wieder unten in der Zwischenzeit, wo du ja da gerade mal hochgelaufen bist. Oh mein Gott, wir können wippen. Komm mal auf die Wippe rauf. Nee, du bist leider zu dick. Du bist zu dick. Nein, das geht nicht. Du bist zu dick. Wie geht Na, das? Na toll. Was geht ab, Kaspar? Yo, was geht? Yo, wo sind wir denn? Alter, wir sind... Wo, guck mal, was? Da sitzt Jumbo Josh. Und ganz das leise ist, soll ihn nicht aufwecken. Oh, du hast recht. Okay, dann machen wir es am besten nicht, ne? Müssen wir entkommen oder sowas? Hier raufgehen? Ja, das kann gut sein. Ich habe hier so eine Fernbedienung. Oh nein, eine Tute oder sowas. Was denn das für ein Ding? Müssen wir vielleicht hier den Knopf drücken oder so? Kann das angehen? Lass mal draufdrücken, oder? Bringt das was? Ja, warte mal, kann ich hier... Ich kann da nicht drauf. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Ich bin bei Josh. Hallo, Josh. Hier müssen wir runter. Hier müssen wir hin. Guck mal hier, Jumbo Josh ist einfach abgehauen. Oh, geh mal darauf wow. und drück auf den Knopf. Ja. Alter, hey, oh mein Gott. Hier, Bro? Wir haben ihn platt gemacht hier unten. Guck mal. Ich seh's gerade, der Arme. Alter. Okay, hier, ne, immer die Hausaufgaben machen, steht da auf jeden Fall. Ja, ganz wichtig. Kein ich frag Problem. Mich immer noch, wofür dieser Knopf ist, den wir dabei haben. Also irgendwie, doch hier müssen wir drauf drücken auf die Sachen, ne? So, und dann drücken. Ah, dann geht auch die Tür auf. Frisch gewischt. Oh Gott, da oben. Oh nein. Wow. Ben. Ich seh's gerade. Ben. Oh mein Gott, ja. Okay. Hier nochmal rüber auf den Checkpoints. So. Ja, lass mal hier. Wow. Ey, du bist draufgegangen. Das war heiß. Ich hab's voll gesehen, wie du draufgegangen bist. Okay. So, jetzt und aber. Und hier hoch. Oh nein. Der Opila, der böse Opila-Vogel. Oh nein, der Opila-Vogel, wo wir die Eier gesucht haben, ne? Ja, ich hab Angst vor dem. Okay, schnell rüber. Ich geh mal an dem Stern vorbei, ne? Der sieht Mein Gott.
ganz, ganz komisch aus. So. Alles hier, gut. Das über die. Hier rüber. Gehst du rüber schon? Ja, ich gehe schon gerade rüber. Lass mal zur Tür gehen, lass die Tür aufmachen, ne? Ich hab mal aufgemacht. Geht das? Hallo, aufmachen! Macht ja, jetzt bei mir ist es aufgegangen. Bei mir auch. Oh, ist dunkel. Sehr gut. Dunkel hier drin. Hä, ich sehe gar nichts. Guck auf den Boden. Wow! Geh ins Wald, yo! Okay. Ey. Okay, wo sind wir jetzt? Hier ist Danger. Oh nein. Oh nein. Okay, lass. Ich glaube, wir müssen hier raufgehen, ne? Ja. Okay, okay. Und dann, wenn es runtergeht, glaube ich, durch die Tür oder so gehen, ne? Diese hier? Ja. Oh mein Gott! Alter! Wow! Wo sind wir denn jetzt? Hier steht. Alter! Oh, okay, warte mal. Ja. Sei nett zu anderen. Pass auf, da nicht so nah an die ran, die ist da an der Wand dran. Ja, du hast recht. Die sieht doch echt gruselig aus, muss ich sagen. Oh Gott, und hier Gott, ist der Balena-Kopfhaustier. Müsst ihr da durchgehen? Nee. Oder nee? Nein. Ist abgeschlossen. Wir müssen durch die Tür, ne? Ja. Wir müssen durch die Tür. Was kann jetzt das Teil, was ich hier in der Hand habe? Bringt das ich frage mich auch, was ist der Knopf? Schnell rüber über die Bänke. Warte mal, glaubst du, ich schaff den Sprung? Wow! Schaffst du den auch rüber? Nein! Pass auf den Schredder! Wow! Okay, ich. Okay, ich bin rübergesprungen. Ja, ich komm. Ey, was? Hä, als ob du draufgegangen bist. Nein. Okay, komm, du schaffst das. Und? Ja. Sag mal! Müssen wir hier durch oder was? Müssen wir das hier aufmachen? Aufmachen, drücken. Ich glaube, wir haben es aufgemacht, oder? Oh, ja. Ja. Oh mein Gott. Wir sind hier im Lüftungsschacht jetzt drin gerade, ne? Alter, wo geht das jetzt hier hin? Ganz vorsichtig. Ich hab Angst hier oben. Vorsichtig. Ich höre doch hier, das sind so Windgeräusche oder was hier so. Das sieht echt nicht normal aus jetzt hier gerade, ne? Das stinkt hier auch. Es ist irgendwie Abwasser. Gefühlt die Kanalisation in der Luft oder sowas. Ekelhaft. Okay, lass mal hier hochgehen. Okay, rauf hier, Checkpoint mit. Auf ganz entspannt. Hier ist der Jumbo Josh. Das Jumbo Josh Kopfhaus hier. Hier kann man sich das holen für. Oh, wie viel cool. Robux? Wie viel Robux hast du da? Robux! Das oh, das geht eigentlich. Gewesen. Das geht eigentlich klar, ne? Wo bist du? Da bist du. Ja, passt. Und hier ist der Tiger. Nee. Hä? Ich bin runtergefallen beim letzten Sprung. Mann. Ich kann nicht beobachten. Hier auf der Leiter. Zu schlecht hier. Jetzt hier rüber. Und zack. Wow, okay. Sehr gut. Das echt oh mein Gott, guck mal, wen ich hab hier. Guck warte, mal. Wen hast du denn? Da jetzt. Hier, guck mal. Hä? Wie cool ist das denn? Wow. Alter. Hä? Nein. Hä? Ja. Was ist jetzt passiert? Ich bin oben drauf. Hier ist Captain Blaubeer jetzt? Oder sowas. Frage. Hier lang sagt er. Okay. Habe ich jetzt gerade irgendwas auf meinem Kopf drauf oder so? Hier leuchtet es auch so bunt. Siehst du das? Ja, du hast so ein Haus hier um dich herum. Es geht um dich herum. Einfach Jumbo. Sieht richtig cool aus. So, okay. Und hoch hier. Und hier ist auf jeden Fall rutschig, ne? Aufpassen. Oh Gott. Dich nenne ich Gary, glaube ich, das Haustier. So. Gary, okay. Ja, komm schon, Gary. Das rüber hier. Laser rüber. Oh. Und durch. Ey, ist, glaube ich, die allererste First-Person-Obby, die wir spielen, ne? Ja, stimmt. Oh. So, ich bin direkt hinter dir. Ja. Aber das Ding ist, ich habe mein Haus hier leider noch nicht bekommen, weil ich noch nicht draufgegangen bin. Das ist das Problem. Stimmt. Oh, warte, ich springe rüber und... Oh, was ist das denn? Was? Hä? Oh, das ist Red Light, Green Light. Nein, Lord. Rotes Licht, grünes Licht. Das heißt, wenn der sagt Go, müssen wir gehen, oder was? Und wenn er sagt Stopp, dann Stopp. Oh nein, da steht gerade Stopp. Und gehen, ist der Stopp? Gehen. Ehrlich, wo steht der Stopp? Oben links und gehen noch. Gehen. Ich warte noch. Ja. Hä? Ihr bewegt euch komisch auf der Stelle. Ich kann einfach durchlaufen, was? Ich auch, wo ist das? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Hier oben auf den Baum rauf oder was? Ich glaube, durch den Lüftungsschacht hier oben durch. Ja, ich bin im Lüftungsschacht drin. Aber wo seid ihr? Okay, lass mal dann zum nächsten Checkpoint. Ich gehe auch hier links lang. Und die rostige Leiter hoch. Oh. Links lang. Geh die Leiter hoch. Rostige Leiter! Ja! Meiner geht sie hoch. Und ich bin auch. Checkpoint! Ich habe auch Checkpoint. So, und. Oh. Hä? Ich sehe dich gar nicht. Ich kann nicht mehr drauf gehen. Wir wurden, glaube ich, voneinander getrennt oder so jetzt. Okay, dann lass weiter. Du bist jetzt hier bei den Stacheln, Wir laufen weiter, Okay. Sag mal, wie es bei dir aussieht. Ich laufe jetzt gerade durch den Lüftungsschacht weiter. Ich habe jetzt hier eine Rampe. Ja, ich auch. Die laufe ich gerade hoch und da hinten geht's raus durch den Lüftungsschacht. Wir finden uns gleich wieder, Kaspar. Ich bin auch durch. So, Checkpoint. Oh, okay, sehr gut. Und hier ist dieses blaue Monster, ne? Oh mein Gott, stimmt. Hier läuft doch Wasser raus. Vorsicht. Oh, das sieht echt ganz, ganz komisch aus, ne, mit dem Wasser. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Okay, du gehst auch gerade die Treppe hoch, ne? Ja, hier lang. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott, wo denn jetzt lang? Ich bin beim nächsten Checkpoint bin jetzt gerade. Durch das Monster durch. Durch das Monster durch, okay. Ich bin auch durchgegangen, durch das Monster. Und jetzt über diese komischen Blöcke rüber. Ja.
Ja, ich bin im blauen Raum jetzt drin. Ja, sehr gut. Mit dem gut. Knopf. Okay, okay. Und du gehst auch gerade die Treppe hoch? Genau, ich gehe auch gerade die Treppe hoch. Danger! Oh Gott, Spike Zone, pass auf! Pass auf! Ja, ich merk das schon. Ich bin an denen schon gerade vorbei. Und hier, zack. Boah. So, hier steht Stopp. Ja, da kannst du rein. Und zwar geht's hier eine Wendeltreppe nach ganz oben. Okay, warte, ich gehe auch rein. Oh, ich gehe jetzt auch nach oben. Wo geht denn das jetzt weiter? Hier durch die Route oder durch die durch untere die, Route? Durch die untere Route. Ich bin jetzt unten gegangen. Und weil die haben ja auch so Pfeile. Wo bist du, Kasper? Ich sehe dich nicht mehr. Ich folge den Pfeilen mal. So. Hier oben lang. Hier, glaube ich, lang. Oh Gott, der Balken, durch. Pass auf. Okay, ich bin jetzt hier gerade da. Oh, ja. Wo wir auch schon mal waren. Mit den, aber mit der Schredder bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Genau, das ist anscheinend hier, ist glaube ich Strom ausgefallen oder sowas. Ah, das kann sein. Stimmt. Jetzt kann man ja durch die gelbe Tür gehen. Ja, und hier unten durch das Graue durch. Okay, pass auf die Lava auf hier links. Und hier muss man sich auf jeden Fall verstecken. Hier sind nämlich. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist der böse Opila. Hier ist der Vogel. Oh und mein Gott. Das Ende ist nah, steht da. Das Ende ist echt sehr nah. Hier sind auch nämlich. Da müssen wir durch den Lüftungsschacht oben rechts, glaube ich. Wo? Durch welchen Lüftungsschacht? Hier ist ein Lüftungsschacht. Ja, durch den muss man durchgehen. Da bist du bei dem Opila Bird. Bei dem Opila Bird musst du hin. Aber ich komme da gar nicht rein in den Raum beim Opila. Da komme ich gar nicht. Doch, rechts rum. Glastür. Rechts rum, rechts rum. Nein, da komme ich gar nicht rein. Warte mal. Als ob. Ich kann da durch. Ich bin jetzt hier gerade sogar. Durch. Muss ich oben lang gehen? Oben ist falsch. Kann ich hier? Du musst da irgendwie einen Weg finden oder sowas. Nee, ich hab dir gesagt, ich komme hier nicht weiter bei mir. Du musst mich retten. Echt nicht? Ich guck ich komme bei dem Opila leider nicht rein in den Raum. Das ist irgendwie eine Tür da. Ich bin jetzt hier gerade nochmal woanders. Mit Lava und sowas. Aber ich glaube. Ich glaube, hier geht's, glaube ich, raus. Nein! Ja, ich bin entkommen, Kaspar! Nein! Ich bin entkommen! Oh, jetzt bin ich hier auch beim Opila, jetzt habe ich den Ausgang gefunden, ich war so lost, ich bin auf der falschen Seite. Du losti, ich bin hier entkommen, okay. Kaspar. Warte, ich komme auch. Wir müssen probieren, Miss Anytron zu entkommen, denn die ist anscheinend verrückt geworden, der Roboter hier, Leute. Also auf jeden Fall ganz, ganz crazy. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal auf den Knopf drücken. Und dann können wir quasi, den Feueralarm auslöschen. Damit gehen quasi die Tore auf. Also wir können jetzt schon mal entkommen. Schnell, sie ist unter Strom gesetzt. Das heißt, hier wird sie jetzt die ganze Zeit verfolgen. Nein, Freunde. Drückt auf jeden Fall gerne auf den Like und Abo-Button, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Dreht einmal ganz so euer Handy. Drückt noch auf die Glocke, Freunde. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass jetzt auch noch Adventskalender draußen sind, Freunde. Das heißt, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch easy holen. Einfach Link in der Beschreibung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier einen Ausweg finden. Nein, die ist direkt hier. Oh Gott. Oh Gott, die ist direkt hinter uns. Nein. Oh, Leute. Wir müssen irgendwie den richtigen Weg finden, um quasi vor ihr zu entkommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier rechts rum. Das wird wahrscheinlich alles easy sein, Freunde. So, jetzt sind wir hier gerade rechts rumgelaufen. Jetzt sind wir hier in so einer riesen. Da kommt sie auch schon, Freunde. Nein, bitte lass uns da vorne durchgehen können. Nein. Oh, Mann. Dann laufen wir jetzt diesmal, ich würde sagen, ganz, ganz rechts rum. Oh Gott, die ist ja direkt schon da. Hö? Warum ist die denn direkt schon da, Leute? Was ist denn das jetzt? Die ist direkt hinter mir. Seht ihr das? Okay, warte mal. Es sieht richtig aus, glaube ich. Ich glaube, es sieht richtig. Nein, das sieht nicht richtig aus. Oh Gott. Oh, da müssen wir lang, da ist ein Pfeil. Okay, die ist trotzdem ganz. Oh, die ist so nah hinter mir, Leute. Hier müssen wir rein. Oh, okay. Gut, wir sind, glaube ich, entkommen, Freunde. Vor der jetzt erstmal vorzeitig. Und müssen jetzt hier durch so ein. Was ist das hier? Kanalisation oder so? Hier müssen wir auf jeden Fall durchgehen. So, vorsichtig. Hier auch die Laser auf jeden Fall nicht berühren. Ey, Leute, das Ding ist, ich habe noch gar keinen Checkpoint geholt, fällt mir gerade auf, ne? Hä? Ich habe noch gar keinen Checkpoint bekommen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auch weiterhin vorsichtig bleiben. So, oh mein Gott. Was, ey? Über die rostigen Teile kam er gerade gar nicht rüber. Ah, zum Glück wurden hier doch Checkpoints gesetzt, aber die sieht man nur einfach nicht. Okay, also das heißt, zwei von denen gehen einfach sofort kaputt. Okay, das ist gut zu wissen. Oh Gott, hier bitte auf jeden Fall nicht zerdrückt werden. Das wäre sehr, sehr nett, wenn wir da nicht zerdrückt werden. So, hier ganz kurz, okay. Dann können wir die Leiter wieder hochgehen. Ey, Leute, ich sag's euch, ne? Wenn die gleich wieder kommt, wir brauchen halt irgendwas Wasserartiges oder so. So, hier. Oh, okay, das war ganz schön knapp. Das war auch riskant, was wir gerade gemacht haben. So, sind wir hier in der Turnhalle. So. Turnhalle sieht ja noch. Okay, wir müssen da vorne zur Tür hin. Ist doch alles. Ist doch alles easy, ne? Können wir hier den Ball nehmen? Geht das? Nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zur Tür. Oh! Oh Gott! Okay. Wie soll ich denn jetzt dann kommen? Ich muss jetzt einfach einen großen Bogen laufen, glaube ich. Ich glaube, jetzt einen großen Bogen, Freunde. Ich hätte, glaube ich, nicht mehr laufen können. Okay, vorsichtig.
Wir müssen das, glaube ich, hier... Nein! Wir hätten rechts rumgemusst. Oh, Mann. Okay, das heißt, die wird jetzt da vorne wieder kommen. Aus der Tür. Wir müssen jetzt am besten einen richtig großen Bogen laufen, damit die uns quasi nicht holt, Leute. Und dann... Oh Gott, die ist doch schon so nah dran jetzt hier. Wie soll man das denn schaffen? Das wird ja richtig schwer. So. Gott, die ist so nah dran. Oh. Okay. Hier. Und hier durch die Tür. Oh. Gott, die verfolgt uns. Schnell hier runter. Oh. Die war gerade so nah dran und... Hier ist ein Ballon. Hä? Hallo? Nee, da springen wir natürlich nicht runter. Da gehen wir natürlich nicht... Leute, da gehen wir auf gar keinen Fall runter. So, jetzt hier kurz über die Teile rüberspringen. Alles easy. Und dann noch hier rüber jumpen. Oh, bis zum geht nicht mehr. Oh, Leute, ich sag's euch, ne? Diese Miss Annie, die wird auf jeden Fall nicht erfreut sein, dass wir abgehauen sind aus der Schule. Die ist halt sehr, sehr hinter uns. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall langlaufen. Durch die Kanalisation quasi durch. Und dann hier nochmal ganz kurz hochklettern. Boah, ohne Spaß, ne? Ich sag's euch, wenn die uns weiterverfolgt. Okay, wir müssen aufpassen auf die Ente. Auf welche Ente? Nein. Nein. Hier sollen irgendwo Enten sein. Ich weiß nur nicht wo. Geradeaus geht nicht. Oh, die Killerente. Gott. Leute, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier gucken, dass wir einen Weg nach draußen finden. Oh, die ist direkt bei uns. Die ist direkt bei uns. Da geht's lang. Oh, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Oh. Ey, uns hat gerade fast die Killerente geholt, ne? Okay. Oh, die Teile da oben. Okay. Müssen wir beim Klettern auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht aufgespießt werden. So, schnell klettern. Oh, hier genau dasselbe Ding. Und jetzt schnell. Okay, alles easy. Wir haben es auch wieder überlebt, Leute. So muss das auf jeden Fall sein. Alter Schwede. Das war auf jeden Fall echt gerade eine Tour, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt hier müssen wir durch. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Laser und so. Okay, vorsichtig hier mit den Lasern. Oh, was steht hier? Oh, was ist das hier? Oh, die haben gelogen. Alle so, ich tut mir leid, wir werden hier... niemals rauskommen lebendig. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Also hier haben anscheinend schon die anderen Schüler immer aufgegeben und schon Sachen an die Wand gekritzelt. Aber wir geben auf gar keinen Fall auf. Also wir werden auf jeden Fall probieren, das Ganze jetzt zu überleben. Was ist denn da? Was, warte mal, was ist das, wenn man jetzt hier in so einen Raum reingeht? Geht das? Nee. Okay, was ist, wenn wir hier reingehen? Geht das? Auch nicht. Okay. Ich dachte gerade, wir können vielleicht irgendwie so einen geheimen Raum finden, wo wir vielleicht wenigstens ein Abzeichen oder sowas haben. Aber nein, das haben wir natürlich auch nicht. So, jetzt hier vorsichtig... an den Bären fallen vorbei. So. Okay, okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, rechts gehen in die Kunstklasse. Und da steht auf jeden Fall wieder irgendwas auf dem Boden. Oh, wir sollen den Mannequins ausweichen. Okay. Ja, ist ja kein Problem, ne? Easy peasy, Leute. Hier. Oh, ohne Probleme. Weich mal ganz kurz den Mannequins aus. Ich will nicht wissen, was passiert wäre. Weil vor allem, seht ihr das, was die da so malen? Das da oder das da? Also, ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich die berührt, ne? Also, besser ist das, dass wir die nicht berührt haben. So, komm. Wir sind schon mal draußen. Wir machen Fortschritte, Freunde. Wir sind schon mal draußen, da, wo man quasi... Und es regnet auch noch. Das heißt, Miss Anakin kann gerade gar nichts machen, fällt mir gerade ein, ne? Warte mal, müssen wir... Ah! Nein! Nein! Och, wir sind wieder drin. Ey, das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt wieder drin sind, Leute. So, hier. Kurz. Ah. Ne, wir können da leider nicht hochklettern. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal hier anders lang. So, okay, kein Problem. So, hier einfach durch. Ey, krass, das heißt, wir sind gerade einfach durchgefallen. Und da kam die direkt und hat es geholt und es gab auch gar keinen Entkommen, Leute. So, hier ist auf jeden Fall nichts versteckt oder so, ne. Ist hier ein Abzeichen? Was ist das da für ein Licht unten? Hä? Oh nein, warum sind wir jetzt wieder in der Schule? Jetzt sind wir in der Cafeteria. Okay, das, ich sehe schon, kommen die gleich von vorne kommen, Leute. Wir müssen da irgendwie entkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Hilfe! Was ist das denn für ein Roboter? Leute! Oh! Oh! Okay. Hier durch. Nein! Nein! Ah, das ist direkt hinter uns! Ah, wir müssen hier durch, Freunde! Nein, rechts. Oh, habt ihr gerade gesehen? Es war rechts einfach der Lüftungsschacht. Ich glaube sogar, ich muss hier so ein bisschen warten, bis der erstmal seinen Weg gemacht hat und dann erst laufen. Ha, ich glaube, das ist die Taktik, Leute. Ja, damit er einmal hier um den Tisch rum muss. Oh mein Gott, der ist trotzdem so nah dran. Warum ist der so nah dran? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin entkommen, Freunde. Okay, also wir haben es geschafft. Ich bin schon mal entkommen von dem komischen Typen aus der Cafeteria. Hier müsste jetzt anscheinend schwimmen. Okay, warte mal. Hallo? Ah!
Ach so, ihr müsst dann durch die Lüftungsschächte schwimmen. Aber sind ja gar keine Lüftungsschächte. Sind ja eher so Wasserschächte hier unten, ne? So, jetzt hier vorsichtig einmal ein wenig durchschwimmen. So, okay. So, komm. Bisschen tauchen jetzt hier. Also ist ja tauchen, ne, als Schwimmen. Und jetzt müssen wir nach oben. Okay. Ab geht's, Luft holen. Und wo sind wir raus? Oh, wir sind hier irgendwie in der Schwimmhalle oder so rausgekommen. Hm, ist da oben was? Auf dem Zehner oder so? Ne, wir können auch gar nicht hochklettern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier raus, Freunde. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh, wir sind wieder draußen. Geht zum Bus. Ja, wo ist der Bus? Komm schon, Bus. Ich brauche dich jetzt gerade, wenn ich dich einmal gebraucht habe, dann jetzt. Nein! Da ist die schon wieder. Okay, pass auf, wir laufen einmal ganz kurz hier um den Tisch. Ey, was? Es kommen zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben die Ente und die hinter uns. Wo ist der Bus? Leute, die ist schneller als ich und da kommt noch einer. Was? Hilfe! Wo kann ich denn den Bus ansteigen? Hier! Einsteigen! Oh! Ja! Guckt euch das mal an, die sind gerade einfach alle gekommen. Der Typ aus der Cafeteria, die Lehrerin und die Ente. Und die hauen den Bus auch noch. Und jetzt fährt er auch noch schief. Heißt das, dass wir jetzt entkommen sind? Oder kommt vielleicht noch irgendwie ein anderer Endgegner jetzt hier? Ich habe das Gefühl, da kommt gleich noch ein anderer Endgegner, der uns gleich den Bus aufhalten lässt. Oder irgendwie sowas. Mal gucken, was hier gleich... Also, sieht ja eigentlich schon relativ gruselig aus, ne? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, wir fahren noch ein bisschen rum. Kein Problem. Ich fahre gerne rum, muss ich sagen. Ja. Im schiefen Bus auf jeden Fall. Ah, was ist da vorne? Oha. Okay, also wir haben... Oh, Leute. Jawohl. Wir haben es geschafft. Aussteigen. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben einfach mal eine der schwersten Obbys geschafft, weil wir mussten halt echt vielen Leuten ausweichen und sowas, ne? Auf jeden Fall mega, mega cool. Wenn ihr davon sowas mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abonnement. Checkt gerne die beiden Videos hier aus, die ihr gerade auf dem Bildschirm seht. Dann kommt es zum nächsten Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, Adventskalender-Aktion geht noch los, Leute, mit Vorbestellen und so. Dann habt ihr auf jeden Fall was Cooles zur Weihnachtszeit. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.